Ja gut, Gerrit, dann grab the mic. Bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Gut, ich habe schon so viele Fragen. Schön, dass ich wieder hier sein darf bei dir im Mojo Institute. Und wir sind hier draußen. Ich hoffe, man hört die Straße nicht. Beziehungsweise wir hören sie. Wenn viele, viele Motorräder vorbeifahren, dann hört ihr sie vielleicht auch kurz. Aber Pech, kriegen wir hin. Wie hast du das gemacht? Ich meine, wir hatten ja schon eine Folge gemacht miteinander. Aber sind wir nicht gesegnet mit unserem Leben? Also ich bin Podcaster, du hast das hier. Ich habe es jetzt zum ersten Mal so richtig von draußen gesehen. Hammer. Beneidenswert. Total. Ja, ich liebe es. Also ich kam hier hin, ich beschreibe es mal kurz so ein bisschen, ja? Darf ich? Gerne. Also wenn es interner sind, dann sagst du mir Bescheid. Gerrit saß in der Sonne, war ein bisschen am Arbeiten. Ich komme hier hin, ich sehe direkt auch in der Küche Wasserflaschen stehen, so welche, da habe ich Thoughts zu und Fragen, wie du das Wasser aufbereitest. Du hattest dich an einen Tropf gehangen, was war das? Dürfen wir es wissen? NAD Plus. Kannst du was dazu sagen? NAD Plus ist eine ziemlich fundamentale Energiewährung in der Zelle, also an all diese Methoden, die man so kennt, die hilfreich sind für mehr Energie, ketogene Ernährung, jo. Sonnenkontakt, intermittierendes Fasten, alle möglichen Supplements, die Leute so machen, haben im Endeffekt zum gemeinsamen Ziel, den NAD-Plus-Gehalt in der Zelle zu verbessern. Und das ist dann das, was sich in mehr Klarheit, mehr Wachheit und so zeigt. Und das gibt es seit einigen Monaten in Deutschland auch als Infusion. Ich hatte mir das vor ein paar Jahren schon mal in England als Infusion gegeben. Und jetzt seit einigen Monaten sind wir eines der ersten Institute auch in Deutschland, die es auch machen. Und ich mache es für mich immer mal wieder. Ich nutze es bei Patienten, die davon profitieren können. Ja. Wie schnell spürst du das, wenn ich fragen sofort. Darf? Sofort. Sofort? Ja, also man spürt es, wenn man es zu schnell also laufen lässt. Intravenös, ne? Ja, wenn man es zu schnell laufen lässt, spürt man es auch auf eine bisschen unangenehme Weise wirklich sehr, sehr direkt. Also ich sage immer, so ist wie als wenn man in einem Jet gerade startet. Also man hat so ein Beschleunigungsgefühl im ganzen Körper. Weil du bist jetzt gerade ganz gechillt, du kommst wirklich gerade von dieser Infusion. Ja. Ja, es gibt eine große ruhige Energie auch, ne? Aha, okay. Ja, und wenn man zu schnell laufen lässt, wie gesagt, unangenehm. Man muss sich Zeit nehmen dafür. Jo. Ja. Ich hoffe, ich habe dich nicht gehetzt. Nein. Also, es ist der schönste Tag des Jahres bis jetzt, finde ich. Wahrscheinlich heute mit der meisten Sonne. Und das sind halt alles so Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Wie gesagt, ich kam rein, ich sah die Wasserflaschen, du hast mir eine angeboten, du hast sie mir gegeben, du saßt in der Sonne, du hattest die Infusion drin. Ich weiß, dass du in letzter Zeit ein paar Sachen gepostet hast mit auch zu Sonne, die dich oder die du gerne vermitteln möchtest oder die du wichtig findest. Und ich weiß, dass du ein bisschen was zu Depressionen auch gepostet hast, ne? Und ich habe in meinem Kopf und Leute, die mir schon lange zuhören und die auch bei Patreon sind, die wissen, dass ich so ein bisschen für mich so die Top 3 Psy-Ops, wie man es auch immer nennen will, mal definiert habe. Und zwei davon sind unter anderem Wetter in allen Facetten, inklusive Sonne, Angst vor Sonne. Im Prinzip, dass man einen schwachen Menschen möchte, um ihn besser zu kontrollieren. Und das andere ist das große Thema Gesundheit. Und da gibt's auch Überlappungen. Nur die Sonne, die packe ich so ein bisschen bei dem Klimading mit rein. Aber es gibt da natürlich Überlappungen zum Thema Gesundheit auch. Wofür ist Sonne gut? Brauchen wir Sonne? Kann Sonne auch bei Depressionen helfen? Solche Dinge sind ja eigentlich bekannt, ist fast schon Intuition. Trotzdem kriegen wir jeden Tag erzählt, dass wir eigentlich Angst davor haben müssen. Vor dem Wetter, vor der Sonne, vor den äußeren Einflüssen. Und dann das Thema Gesundheit. Nicht erst seit der Clown-Grippe, dieser ganzen Lockdown-Tyrannei, sondern im Prinzip geht das eigentlich auch schon vorher los. Ich frage mich seitdem, ich mache jetzt mal so ein großes Fass auf, ich frage mich seitdem natürlich, weil ich da angefangen habe, an einigen Dingen zu zweifeln. Davor war ich noch kein Impfgegner. Aber ich frage mich natürlich überhaupt, was ist überhaupt nötig, was man so klassisch als Gesundheitssystem, als staatliches Gesundheitssystem bezeichnet. Ist nicht jede Impfung irgendwo Kommunismus für den Körper? Und ist nicht auch im Prinzip, ja, ich will sagen, 9 von 10 Arztbesuchen, könnte man es nicht damit regeln, indem man selber mental
und physisch stark ist, wenn man da preppt, vorsorgt oder aber auch selbst in der Genesung. Ne? Also ich rede jetzt nicht von einem offenen Bruch oder sowas. Vielleicht müsste da ein Fachmann rein, vielleicht gibt's dazu aber auch ein YouTube-Video. Also ich zweifle mittlerweile wirklich fast alles an. Ne? So, dieses große Fass, Sonne und Gesundheit, Gesundheitssystem, sind wir nicht irgendwo mit allem belogen worden und können wir nicht viel, im Prinzip hat uns nicht die Natur oder Gott oder nenn es wie du willst, im Prinzip alle Werkzeuge selbst gegeben, um eigentlich klarzukommen. Und ich sehe es mittlerweile wirklich so, dass gezielt eine PSYOP oder zwei dahinter stecken, um die Menschen zu kontrollieren. So, das ist jetzt so mein großes Fass, was ich zum Einstieg aufgemacht habe, weil ich das Wasser gesehen habe und die Sonne gesehen habe und das ist es. Und du bist Arzt. Das ist ein riesiger Swimmingpool, da können wir uns gut austoben auf jeden Fall. Ich nehme mal vielleicht eine Sache, nehme ich mal direkt auf, nämlich dieses Thema Zweifel. Ich glaube, Zweifel ist etwas sehr Gesundes, wenn es sich mit dem Glauben austauscht. Und ich sehe das so als konstant rotierender Zyklus, der in jedem gesunden Menschenverstand ablaufen auch sollte. Mhm. Ja, man zweifelt an etwas als sehr gesunder Prozess und daraus resultiert ein neuer Glaube, eine neue Überzeugung. Und auch daran sollte man nicht zu sehr festhalten, sondern die sollte wieder durch einen neuen Zweifel ersetzt werden. Das ist ein konstanter Wachstumsprozess. Ist auch ein kognitiver Reinigungsprozess. Mhm. Genauso wie in einem Wald. Ab und zu braucht es einen Waldbrand, damit dann wieder neue Pflanzen entstehen können. Und ich glaube, krankhaft wird es halt, wenn wir im Zweifel hängen bleiben und nicht in den Glauben finden. Und auch wenn wir im Glauben hängen bleiben, nicht in den Zweifel reinfinden. Und ich glaube, da verkannten sich halt häufig so auch dieses Feld der Schulmedizin, dass da auch teilweise unterschiedliche Glaubenskonstrukte aufeinander geraten, die beide nicht bereit sind, so ein bisschen zu hinterfragen und zu zweifeln. Bei der Medizin, wie wir sie heute haben, vergessen wir meistens, dass es halt im gesamten Menschenkontext eine relativ neue Medizin ist. Mhm. Ja, man redet so häufig so von so alten Heilkünsten wie Ayurveda, die haben Historien von 4000 Jahren, 5000 Jahren, 6000 Jahren. Und davor haben Menschen schon immer Medizin betrieben. Und das, was wir heute als die Medizin bezeichnen, ist eine der vielen verschiedenen Varianten von Medizin, die wir über die Jahrtausende und Jahrhunderttausende halt hatten. Und das, was die Medizin auch nochmal sehr besonders macht, ist, dass sie einer sehr, sehr großen Reform unterlag in den 10er, 20er Jahren. In den 10er, 20er Jahren haben sie ja sehr viele Sachen verändert. Also vor 100 Jahren, die nicht dieses... Genau. 1900. Ja, ja. Ne? Also 1917 wurde die US-Zentralbank gegründet, Federal Reserve Bank, Zentralisierung des Finanzsystems. Und in diesem Kontext gab es auch eine Zentralisierung des Gesundheitssystems. Da gab es nämlich ein Projekt, das hieß der Flexner Report. Und unter diesem Flexner Report wurde das, was bis dato halt Medizin war, nämlich auch traditionelle Heilkünste, verschiedene ganzheitliche Ansätze, das war alles Medizin. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt des Flexner Reports, war Medizin nur noch das, was durch die Johns Hopkins University der USA als Medizin klassifiziert wurde. Und alles andere wurde sozusagen ausgegliedert als Alternativmedizin. Dazu gehörte ganz konkret in den USA auch die Chiropraktik, die Osteopathie, viele traditionelle Heilkünste, Naturheilverfahren etc. Und so hat sich das dann auch in Europa sehr, sehr breit gemacht, dass wir jetzt sozusagen diese sogenannte Evidence-Based Medicine haben, die ein ziemlich schmaler Bereich ist von dem, was man eigentlich ganz im ganzen Kontext als Medizin bezeichnen sollte. Und worin dieser Evidence-Based-Bereich extrem gut ist, ist in der akutmedizinischen Versorgung. Ich unterteile das ganze Thema inzwischen nicht mehr in Schulmedizin, Alternativmedizin, sondern in akutmedizinische Versorgung und regenerative Versorgung. Also akutmedizinisch, du hast es gerade schon gesagt, offener Beinbruch. Jo, man würde wahrscheinlich keinen besseren Ort der Welt wahrscheinlich als ein deutsches Universitätskrankenhaus. Ja, macht's nicht selber. Genau. Schwere Infektionen, eine Sepsis oder eine Lungenentzündung oder so. Es gibt kaum bessere Orte für sowas als deutsche Krankenhäuser. Wenn man allerdings mit dem Thema chronische Krankheit oder chronische Gesundheit hantiert, dann sind deutsche Krankenhäuser und deutsche Hausarztpraxen und so gar nicht mehr die richtigen Orte. Dafür sind wir nicht ausgebildet worden. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube wirklich, und das meinte ich eben, das ganze System ist darauf ausgelegt, dass du gar nicht selber physisch und psychisch stabil bist. Ich vermute einen Kalkül dahinter. Aber das ist so meine Schwurbelei. Also, dass der Mensch, es ist ausgelegt aufs Schwachsein im Prinzip. Und es wird, die Menschen werden irgendwie so gerade so eingestellt mit irgendwelchen Pillen oder es wird ihnen gesagt, pass auf, irgendwie der Staat kümmert sich drum.
dass du wieder gesund wirst. Und nicht du selber, dein Immunsystem oder irgendetwas. Ja, und darauf ist es irgendwie ausgelegt. Und ich denke, dass dann ein Stück weit dahinter steckt auch, dass man die Menschen kontrollieren kann. Leichter. Auf jeden Fall. Ich meine, ein Mensch, der entkernt ist, der nicht bei sich ist, der in der Angst lebt, der ist sehr, sehr einfach zu kontrollieren. Und das gilt für alle möglichen Manipulationsversuche. Wenn wir es schaffen, stark in uns ruhen zu sein und Angst durch psychisch Vertrauen zu ersetzen. Physisch, ja. Und beim Thema Vertrauen, das ist das, wofür wir als Mojo auch stehen. Wenn Leute in chronische Gesundheit reinfinden wollen, dann hat es genau damit zu tun, nämlich in diese eigene Kraft auch reinzufinden, in das Vertrauen reinzufinden und eigene Feedback-Loops mit sich selber zu beginnen. Ne, dass ich nicht immer auf diese externe Hilfe angewiesen bin und externe, in Anführungszeichen, Experten zu Rate ziehen muss bei und jeder gib mir mal irgendeine Tablette schnell oder sowas, ne? Ja. Sondern irgendwie nachhaltig, irgendwie, dass man es selber hinkriegt. Und ich denke, es gibt auch eine Mind-Body-Connection. Spricht man ja auch von. Auf jeden Fall. Also, möchtest du krank sein oder möchtest du gesund sein? Um es mal ganz vereinfacht oder verkürzt zu sagen. Ja, es ist auf jeden Fall der Aspekt der Entscheidung. Also es ist eine schwierige Aussage, sowas zu sagen, dass ein großer Teil von Gesundheit und Krankheit eine Entscheidung ist, eine freie Entscheidung. Mhm. Das Konzept der Freiheit und das Konzept der freien Entscheidung ist allerdings nicht für jeden zu jedem Zeitpunkt so offensichtlich zugänglich. Ja. Ne? Und das, was wir mit Mojo halt probieren, ist den Leuten halt diese Freiheit gerade mehr und mehr wieder aufzuzeigen. Dass sie halt sehen, okay, du sitzt in der Mitte deines Körpers und du sitzt in der Mitte deines Geistes, deines Bewusstseins, hinter deinen Pupillen sitzt ein freies Wesen, was Zugriff auf all diese Aufmerksamkeitspotenziale hat, auf all diese Handlungsebenen. Ich kann mich dafür entscheiden, hier zu sitzen und folgende Worte zu sprechen, oder ich kann mich dagegen entscheiden. Ich sitze in der Mitte meines freien Willens. Und wenn ein Mensch das spürt und das begreift, dann wird er sehr, sehr viel weniger manipulierbar. Und dazu braucht es halt eine sehr, sehr enge Verbindung, was du gesagt hast, Körper-Geist-Ebene, dass ich halt verstehe, dass ich inmitten meines Körpers halt hause und dass ich darin halt auch Vertrauen habe. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, richtig, auch in seinen Körper, richtig, und in den Geist. Richtig. Und das haben viele Menschen nicht. Und es wurde ihnen abtrainiert. Sie vertrauen sich selbst nicht. Ja, also man kann sicherlich sagen, dass das Schulsystem da eine sehr, sehr große Rolle spielt. 100%, wir lernen ab 100%. Der ersten Klasse, dass die Antwort auf richtig und falsch außerhalb von uns liegt. Das ist das preußische Schulsystem, was eigentlich eine ähnliche Historie hat wie das zentralisierte. Ist für mich Zeit Nummer 1 übrigens. Ja, ich sehe halt die Zentralisierung des Wirtschaftssystems, die Zentralisierung des Gesundheitssystems, die Zentralisierung des Bildungssystems. Das Bildungs- und Schulsystem, das alles, was mit Karriere und dann eben stark und unabhängig sein und so weiter, also bei Frauen, dann alles, was damit zusammenhängt, ist die Voraussetzung, um die anderen beiden, die im Prinzip das Wetterding, die Wetter- und Klima-Sci-Op und die Gesundheits-Sci-Op überhaupt auf den Weg zu bringen. Weil in diesem Bildungssystem, in diesen Indoktrinationsanstalten, da wird der Mensch darauf vorbereitet, dafür überhaupt empfänglich zu sein, für diese Ängste. Das ist meine Theorie. In einem gewissen Maß, warum ich da immer so ein bisschen zögerlich bin, ist, weil ich halt die Macht auf keinen Fall abgebe. Ich gebe meine Macht nicht ab. Ich gebe meine Macht nicht ab, indem ich sage, es sind die den Psy-Op machen, sondern ich entscheide mich dafür oder dagegen. Und ich entscheide mich mit meiner Familie dafür und dagegen. Und ich bringe auch allen anderen Menschen dabei, dass jeder kann sozusagen den Optionsschein ausfüllen und sagen, ich mache da nicht mit. Gut. Also jeder ist zu jedem Zeitpunkt halt die ganze Zeit frei darin, wie er sich in der Welt bewegt. Und ich bin voll bei dir, dass wir sind total habituiert, dass wir halt innerhalb dieser Nation, innerhalb dieses staatlichen Systems, dieses Vertrauen in den Staat, aber nicht in sich selbst. Wir sind da rein habituiert, ne? Aber wir können jederzeit die Opt-out-Karte ziehen, ne? Gut. Das ist halt komplett frei darin. Wir können jetzt die White Pill. Wir können jetzt in die Natur hinausgehen und wir sind frei, wie wir uns in dieser Welt bewegen, mit allen Vor- und Nachteilen. Also alles hat seine Konsequenzen, ne? Aber auch die tragen wir in absoluter Freiheit. Das finde ich ist so eine White Pill, weil viele Menschen haben auch dieses Selbstbewusstsein nicht, dass sie überhaupt frei sein können. Sie sind in dieser Matrix drin und sie denken, sie hätten keine andere Option. Und das ist irgendwie auch der Trick dieser Matrix, finde ich, diesen Menschen das Gefühl zu geben, du hast gar keine Handlungsfreiheit. Du kannst dich gar nicht, du kannst gar keine eigenen Entscheidungen treffen. Wir machen das für dich. Also benimm dich, dann geben wir dir aber auch. Und dann kriegst du auch. Und sich davon zu befreien, und das kriegst du ja, das meinte ich eben mit, du sagst, du bist frei, damit zu machen oder nicht. Aber das ist meiner Meinung nach das, was von frühester Kindheit an, ab der Kita oder was auch immer, ab wo der Staat sagt,
komm in unsere Institutionen rein oder gib uns deine Kinder. Ich meine, die Erzieher im Kindergarten heißen Erzieher, die Eltern heißen nur Erziehungsberechtigte. Ja, das ist doch krass, oder? Auf jeden Fall. Es ist absolut in der Hand von jedem Einzelnen zu erkennen, was da passiert. So. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich sehe nicht nur Nachteile bei der Zentralisierung, ich sehe nicht nur Nachteile beim preußischen Bildungssystem, ich sehe nicht nur Nachteile bei der Federal Reserve und der Zentralbank. Echt nicht? Ich sehe nicht nur Nachteile. Was ist, also wirklich jetzt provokative Frage, was wäre da ein Vorteil bei der Fed oder bei den Zentralbanken? Also so wie sie jetzt konfiguriert ist, so dass sie im Privatbesitz von einzelnen Personen ist, auf die kein Wähler wirklichen Zugriff hat, hat es eher nur und Nachteile. Und der Goldstandard nehme ich eher an. Hat es eher nur Nachteile. Ja, genau. Ja, aber eine Zentralbank, die das ganze Finanzsystem reguliert, in meiner Einschätzung nach, die dann auch gewissermaßen gekoppelt sein sollte an harte unterliegende Werte, wie zum Beispiel Gold oder andere Ressourcen, und die dann auch im Einfluss der Wählerschaft liegt. So wie es jetzt gerade ist, ohne Einfluss der Wählerschaft, Privatbesitz von einzelnen Personen und kein unterliegender Wert. Und Gelddruckmaschine, ne? Wo keiner bewerten kann. Ich habe letztens ein langes Gespräch gehabt mit jemandem, der immer wieder das Konzept von Wertschätzung gebracht hat. Und wir haben das erst so im Zwischenmenschlichen behandelt, dieses Konzept von Wertschätzung, was ja ein unglaublich wichtiges Konzept ist, im Zwischenmenschlichen. Mhm. Aber Wertschätzung hat auch eine ökonomische Komponente. Wir müssen halt in der Lage sein, Werte adäquat schätzen zu können. Und wenn sich halt das, womit wir Werte denominieren, sagen wir Euro oder Dollar, wenn sich das halt konstant wandelt mit Daumen hoch, Daumen runter von einer kleinen Gruppe von Menschen, wo keiner einen wählerhaften Zugang drauf hat, das ist ein Problem, was das Konzept von Wertschätzung angeht. Ja. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass wir im Prinzip gegen diese Institutionen oder gegen die Matrix kämpfen oder die uns, also das Hauptproblem ist Kontrolle und dass wir denken, wir hätten keine eigene Kontrolle, weder über unseren Körper nach innen, noch exakt, genau nach das, außen. Genau das, da bin ich komplett bei dir. Es fängt an in dem Moment, wo wir zu der Überzeugung gelangen, dass wir es nicht in der Hand hätten. Mhm. Und das nimmt sehr, sehr viele verschiedene Formen an. Auch sich zu sehr auf die Idee zu versteifen, dass Dinge uns aus der Hand genommen werden, ist ja eine Form genau. von Kontrollabgabe. Und das kriegen wir von klein auf. Genau. Natürlich gesagt, so läuft's, so wird's gemacht. Und viele trauen sich gar nicht, das überhaupt mal anders zu denken. Ja. Ja. Ja, und Freiheit braucht Skills, ne? Du hast eben von Optionen gesprochen, so dass man weiß nicht, dass man andere Optionen hat. Und das stimmt. In einem gewissen Maße weiß man nicht, dass es eine andere Option gibt. Und dann vor allen Dingen braucht es aber auch Vertrauen, dass man diese andere Option auch wirklich tragen und halten kann, dass sie nicht gefährlicher ist. Also unser Nervensystem sucht sich schon immer die Sachen raus, die es als sicherer einschätzt. Und wenn die andere Option sich einfach als gefährlicher anfühlt, zumindest aus der Distanz, ich habe es vielleicht noch nie gesehen, ich habe es nicht angefasst, ich habe es nie geschmeckt. Zum Beispiel haben Leute schon mal eine Frucht vielleicht, die sie noch nie gegessen haben, die Tendenz ist, dass sie sich nicht trauen werden, diese Frucht zu essen, weil man weiß nicht, versterbe ich jetzt daran, etc. So, aber wenn du halt anfängst, erstens zu sehen, dass andere Leute es anders machen und dann laden diese anderen Leute dich vielleicht sogar eins mal zu probieren, du probierst es, du bist nur nicht gestorben, sondern du fühlst dich danach sogar ein kleines bisschen besser, dann fang an, so die Prozesse zu rattern. Und ich glaube, das ist halt der Weg, den ich halt sehe, der für jeden funktioniert. Der hat für mich funktioniert. Leute haben mich an irgendeinem Punkt eingeladen, andere Optionen, andere Wege zu gehen und haben mir geholfen, dass ich mich darin halt sicher fühle, dass ich mich daran vertrauen kann, dass ich Selbstkompetenz dadurch entwickle, Selbstvertrauen. Mhm. Ich kann meine eigenen Entscheidungen, was Nahrung angeht, treffen. Und ich kann selber reinfühlen, wie es mir geht. Ich brauche nicht eine externe Tabelle. Das habe ich auch gelernt über die Zeit. Ich habe da aber auch Jahre für gebraucht. Mhm. Ich kann das in der Arbeit auch mit Patienten sehr, sehr nachvollziehen, dass es ein riesiger Sprung ist von dieser Idee, mit der wir aufgebracht wurden. Genauso wie du sagst, wir wurden mit der Idee aufgebracht, dass die Wahrheit außerhalb von uns liegt. Es ist nicht ich, der bestimmt, was die richtige Ernährung ist, sondern es ist ein Ernährungsmediziner oder ein Ernährungsexperte genau. oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Oder ein Arzt, ein Lehrer, was auch immer. Richtig. Nur du selber nicht. Du selber spürst es nicht, du musst es gesagt kriegen. Richtig. Und ich brauche jetzt erstmal ein paar Werkzeuge, um halt zu lernen, woran evaluiere ich eigentlich, ob es etwas für mich, wenn ich jetzt evaluieren soll, ob es die richtige ist, welche Evaluationskriterien habe ich denn? Ich kann keine Studien interpretieren. Okay, vergiss es, brauchst du nicht. Aber du kannst was kannst du machen? Du kannst reinfühlen, du kannst einen Feedback-Loop kreieren. Fang an damit, etwas zu essen. Und bevor du es isst, setz dir eine Intention, was du dir davon wünschst. Ich trinke dieses Wasser. Was wünsche ich mir davon? Ich wünsche mir davon geistige Klarheit. Sag ruhig mal was zu dem Wasser. Können wir gleich was zu sagen? Ja. Ich will erstmal auf diese Feedback-Loops eingehen, weil das ist das, was jeder als Werkzeugkoffer immer dabei haben darf. Mhm. Wenn man anfängt, den zu trainieren, zu kultivieren, ist das ein sehr mächtiger Werkzeugkoffer. Nämlich, es fängt an mit einer Intention. Ich esse was und setze mir eine Intention. Was erhoffe ich mir davon? Ich esse das jetzt, damit ich heute Nachmittag beim Jiu-Jitsu gute Leistung bringen kann. Mhm.
Ich setze eine Intention, das ist schon mal wichtig. Dann esse ich das und dann evaluiere ich, habe ich das Ziel erreicht von dem, was ich also mir erhoffe. Also Belohnungsaufschub. Auch das ist wichtig beim Essen. Weil man könnte jetzt sagen, ich esse das jetzt, weil es lecker ist, irgendeine Süßigkeit oder so. Oder ich esse es, weil ich später eine gute Leistung erbringen will. Ne? Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. In der Ökonomie sagt man dazu niedrige Zeitpräferenz. Nicht hohe Zeitpräferenz im Sinne von, ich will es jetzt, boah, das schmeckt einfach geil. Genau. Sondern ich erhoffe mir da was davon. Entweder in einer halben Stunde, in einer Stunde, in zwei Stunden, in drei Stunden, vier Stunden. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, mal mit dieser halben Stunde oder Stunde anzufangen. Wie fühle ich mich eine halbe Stunde, Stunde nach dem Essen? Weil da kann man schon einen Großteil davon für sich raus evaluieren, was für ein gutes Essen ist und was nicht. Geht's nicht bei vielen Menschen, wenn die zu dir kommen, schon da los, dass sie sich schwer vorstellen können in einer halben Stunde, wirklich blöd gesagt jetzt, sondern dass sie einfach jetzt das schöne Gefühl haben wollen? Es gibt ja diese Studien mit dem Belohnungsaufschub, ne? Ja. Dass man irgendwie Kids sagt, pass auf, wenn du es dir jetzt aufsparst, dann kriegst du später doppelt so viel Schokolade oder du kannst sie jetzt aufessen, dann kriegst du keine. Und dann gibt's Kids, die sparen sie sich auf und dann gibt's Kids, die essen sie sofort auf. Also, dass hier wirklich die Leute hinkommen. Ich denke mal, es kommen Leute hin, wie gesagt, du hattest ja auch zu Depressionen was geschrieben, denen geht es vielleicht einfach nicht gut. Ja. Und die wissen gar nicht genau, warum. Die haben jetzt nicht irgendwie einen akuten Schmerz oder so. Wo fängt man da an? Weil ich denke, dass dieses Belohnungsaufschub-Ding eines der Kernelemente ist von gut gehen. Eben sich vorstellen, was kriege ich von etwas und kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt das aushalten, diesen Belohnungsaufschub? Weil der ist aufgeschoben. Erstmal kann es sein, dass es unangenehm wird oder wehtut. Vielleicht schmeckt das Essen noch nicht mal. Jetzt nur mit dem Beispiel Essen. Aber gibt ja noch andere Sachen wie trainieren oder so, ne? Trainieren fühlt sich vielleicht nicht schön an, aber Muskeln haben fühlt sich dann irgendwann mal schön an. Und vielleicht kommen manche Menschen hier hin und die sind so lost, dass sie noch nicht mal das sich überhaupt vorstellen können, dass sie das schaffen können. Ich weiß gar nicht, was die Frage jetzt ist. Du hast komplett recht. Und zwar nennt sich das in der Medizin nennt sich das Selbstwirksamkeit. Und das ist halt die Überzeugung davon, dass das, was ich verändere, einen wirksamen Effekt hat. Mhm. Und wenn wir davon sprechen, dass man aufgebracht wurde mit alle externen Instanzen wissen, was zu tun ist, außer ich, dann hat man das erstmal nicht. Und ein großer Teil, und das zeigt die wissenschaftliche Literatur in der Medizin relativ eindeutig, ein großer Teil von chronischer Gesundheit ist eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Also heißt eine hohe Überzeugung davon, dass ich, wenn ich Dinge verändere, dass die sich zu meiner Vorstellung auch verändern werden. Und das und ist nicht der Arzt oder der richtig. Therapeut, du machst es am Ende selber. Richtig, und das gilt es halt zu kultivieren. Und wie wir das machen ist, weil du hast vollkommen richtig getroffen. Es ist nämlich wirklich so, dass es halt schwer ist, eine Selbstwirksamkeitserwartung in längeren Zeitspannen zu haben, wenn man sie noch vielleicht noch nie so richtig motiviert hat. Deswegen fangen wir in extrem. Und auch belogen wurde von klein an. Richtig. Und gesagt hat, du musst gar nicht. Richtig. Und so wie du bist, ist es in Ordnung. Und wenn es dir nicht gut geht und du dich nicht gut fühlst, dann liegt es an der Umwelt, am Klimawandel, an, weiß ich nicht. Richtig. Du hast das falsche Geschlecht oder was auch immer. Du bist richtig in deinem Körper. Es liegt an der Werbung, richtig. Dass du dich nicht gut fühlst. Die setzt falsche Erwartungen. Aber das ist ja die Lüge. Die Wahrheit ist ja du selber und nur du. Richtig. Und das Entscheidende dabei ist halt, dass Menschen nicht kognitiv zu überzeugen sind. Also ich kann es niemandem erklären. Es ist emotional. Genau, es ist emotional körperlich. Er muss es spüren. Und das ist das, was wir auch immer am ersten Tag, wo jemand zu uns kommt, realisieren wollen, dass er in das Spüren genau dessen kommt. Mhm. Ganz einfaches, konkretes Beispiel. Das ist eine ältere Dame mit Bluthochdruck, 150er Bluthochdruck. Mhm. Wir machen sofort, ohne große Diskussion mit der Atemübung, dass der Blutdruck auf 120 geht. Das heißt, du hast gerade geatmet, dein Blutdruck ist von 150 auf 120. Du hast kein externes Medikament eingenommen. Das Einzige, was du getan hast, ist, du hast geatmet. Und so gibt's halt eine Reihe von verschiedenen Methodiken, je nach Krankheitsbild, wo man relativ schnell, sehr, sehr schnelle Effekte kreieren kann, wo sofort ein Selbstwirksamkeitsfeedback da ist. Mhm. Ne, weil selbst mit Selbstwirksamkeit ist es so, die kannst du wirklich kultivieren. In dem Moment, wo du etwas machst, du hast eine Veränderung, die sich für dich gut anfühlt, steigt deine Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, du traust dir mehr zu. Klar. Dann machst du wieder was, das erfüllt wieder deine Selbstwirksamkeitserwartung, dann traust du dir noch mehr zu. Es ist ein positiver Feedback-Loop. Wir nennen das die Gottesspirale. Das ist das Gegenteil vom Teufelskreis. Gottesspirale, so nenne ich die Folge. Das ist ein sehr schönes Wort einfach. Der Teufelskreis führt in Richtung Moloch, die Gottesspirale führt in Richtung Mojo. Und so kann man sich halt rauskultivieren aus dieser Scheiße.
Weil das, was du sagst, teile ich komplett. Ich nutze andere Wörter, aber ich teile es genauso, ja, dass es halt ist, dass wir uns haben die Macht nehmen lassen. Also ich, genau, ich sag nicht, uns wurde die Macht genommen. Nein, wir haben uns die Macht nehmen lassen. Und die wieder zu uns zurückzuholen, mit Selbstwirksamkeit, das zu kultivieren. Es gibt so alte indianische Geschichten, die reden von dem weißen und dem schwarzen Wolf. Das sind auch Geschichten, die ich manchmal erzähle, wo es darum geht, fütter den weißen Wolf. Sorg dafür, dass es dir gut geht und mach mehr davon. Ja. Ja. Und das fängt im ganz, ganz Kleinen an. Und so kann ich immer größere Schleifen ziehen. Also ich denke, wie gesagt, ich kam hier so rein, ich war direkt, mein Puls war direkt hoch, weil ich so viele Sachen auf einmal direkt besprechen will. Wasser hatte ich genannt, Sonne hatte ich genannt. Darf ich fragen, beziehungsweise darf ich es sagen? Du hast Family, ne? Ja. Okay. Wie geht ihr da so mit der Sonne um? Beziehungsweise, ich bin besessen von dem Thema, dass ich glaube, dass die uns, die da oben, die Matrix oder was auch immer, dass die uns Angst vor der Sonne machen wollen. Und ich glaube, die Sonne ist sehr gesund. Vitamin D ist sehr, sehr wichtig für alle möglichen Sachen. Cremt ihr euch ein, nee, als Familie? Gut, das wollte ich hören. Ich habe es vorher nicht abgesprochen. Ich hatte so eine Angst, dass du sagst, ja doch, ein bisschen und so muss sein. Ich schwöre es. Sag, Gerrit, sag was dazu. Zur also Sonne. Wir sind auf jeden Fall, oder ich bin zu dem Schluss gekommen, oder auch wir als Familie, dass wir das nicht wollen. Gut. Also wir dosieren Sonne und unsere Tochter ist 2,5. Wir haben sie noch nie eingecremt. Wir waren in El Salvador im Urlaub. Meine Frau und ich haben 2-3 Jahre auf Bali gelebt. Wir haben uns nicht einmal eingecremt, außer mit Zinkcreme, wenn wir surfen gegangen sind, weil das ist einfach brutal. Wenn ich da nicht. Na, ich sage ja nicht, dass man unvernünftig sein soll. Nein, nein, überhaupt soll. Nicht. Man muss dosiert vorgehen. Es gibt also, Schatten, es gibt T-Shirts, es gibt, ja, man kann auch mal aus der Sonne rausgehen. Das ist ja kein Problem. Ich denke, es geht ohne Sunblocker. Es ist möglich. Es und ist, für uns ist, wurde ist, die Intuition komplett abtrainiert. Überhaupt mit der Natur klarzukommen. Und ich glaube nicht, dass die Natur oder der Mensch so gebaut ist, dass er nicht theoretisch, und wir reden jetzt nicht von der Sahara, sondern mit solchen Temperaturen oder so einer Sonne klarkommen kann. Hautkrebs ist kein altes Phänomen, es ist ein neues Phänomen. Ich glaube Hautkrebs wirklich wegen, weil sich jemand ein paar Mal im Freibad zu viel in die Sonne gelegt hat, das gibt es nicht. Das ist meine Hautkrebs entsteht an den verrücktesten Stellen, in der Nase, unter den Füßen. Und das geht nämlich mal hauptsächlich um Das ist wie um die Person, die an Corona Stellen. Gestorben ist, angeblich. Ich glaube, das ist höchstens anecdotal evidence und not a thing. Und es ist tatsächlich so, dass sich da wissenschaftlich auch echt was tut gerade. Ne? Also, okay, erzähl. Das ist gar nicht so eine riesenwilde These. Also das wird gerade sehr, sehr schwer hinterfragt. Also einerseits, weil man halt feststellt, dass es sehr, sehr viele krebserregende Substanzen in Sonnencremes direkt 100% gibt, ne? Es kann nicht gut sein. Es kann einfach nicht gut sein. Und immer mehr empirische Evidenz, das heißt draufblickende, keine Interventionsstudie, aber draufblickende Evidenz, die zeigt, es ist nicht unbedingt so, dass Leute, die mehr eincremen und weniger in der Sonne sind und so, dass das weniger Hautkrebs kriegen, genau. Also das ist alles weniger eindeutig, zumindest als es manchmal erzählt wird. Ich glaube, da laufen nämlich zwei Sachen ab. Erstens ist dieser Sunblock, davon muss man ja mittlerweile reden, als wir Kids waren oder als ich jung war, gab es dann so Sonnenschutzfaktor 8 oder sowas. Mittlerweile gibt es ja 80 oder 120 oder sowas. Und das kann, dass wirklich gar kein UV-Licht jemals, dass Kinder das schon draufkriegen, deine Haut berührt, ist intuitiv für mich so, es kann nicht gesund sein. Es kann nicht gut für dich sein. Ich meine, die Haut ist ja perfekt eigentlich da, also was heißt perfekt, aber die Haut hat schon ziemlich viele interne Regulationsmechanismen, wie sie sich schützen kann. Weil das, was ja ein Hautkrebs auch ist, ist ja eine Veränderung der DNA. Die Idee ist halt, die Sonnenstrahlen kommen rein, verändern die DNA, ne, und dann kann das zu Krebs führen. Aber gesunde Zellen haben sehr, sehr viele Regulationsmechanismen zu erkennen, wann die DNA geschädigt wurde etc. und sich dann auch selber zu töten. Sonnenbrand. Selbst aber, den hält man mal aus, ja. Genau, was ich zu Sonnenbrand immer sage, also, ist, wenn ich Sonnenbrand habe, sage ich, danke, liebe Zellen, dass ihr euch jetzt alle Selbstmord betreibt, damit ich nicht sterben muss. Also auch ein Sonnenbrand bedeutet nicht, dass man jetzt Krebs hat. Das kriegen die Leute ja mittlerweile erzählt. Als Kids hatten wir das dauernd im Freibad. Ich verschreibe häufig die Sonne. Und was ich da schon auch mit verschreibe, ist, dass es nicht darum geht, holt euch keinen Sonnenbrand. Du siehst es schon so, dass es keinen Sonnenbrand gibt. Ja, ne? Ja. Macht es schon wohl dosiert. Aber wenn es passiert, dann passiert ihr werdet es überleben. So. Die Haut hat gesunde Regulationsmechanismen. Genau. Und was sie auch gezeigt hat, ist, dass mit Sonnencreme einige der UV-Strahlen halt durchkommen, dass immer noch DNA-Schäden passieren können. Aber andere Teile der UV-Strahlen, die kommen dann nicht mehr durch, um dann zum Beispiel in der Haut
diesen Vitamin-D-Umbau zu machen, der dann wiederum krebsprotektiv ist. Mhm. Das heißt, wir nehmen durch Sonnencreme auch einige protektive Faktoren weg und lassen aber trotzdem ein paar schädliche Faktoren rein. Und das sind alles so Faktoren, warum es gerade in der Diskussion ist, ob es wirklich eindeutig so wäre, dass Sonnencreme eine gute Intervention wäre. Ich glaube, das ist auch Teil der Kontrolle. Die, weiß ich nicht, die Matrix halt eben, unsere Institutionen, die UN, wer auch immer und wer auch immer dahinter steckt, möchte eben keine psychisch und physisch stabilen Menschen haben, weil die schwerer zu kontrollieren sind. Und ich denke, Sonne hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Immunsystem, aber auch aufs Gemüt. Und Vitamin D, vielleicht kannst du dazu was sagen. Also es wird ja teilweise sogar verschrieben, weil wir zu wenig davon kriegen. Oder Menschen nehmen es extra, damit sie nicht so schlecht drauf sind. Und die einfachste Art und Weise, die Sonne ist kostenlos und dann kommt sie endlich mal raus, Vitamin D zu kriegen, ist ja in die Sonne zu gehen. Nee, die einfachste und die beste. Also bei Vitamin D gibt es ja so einen riesigen Streit, wo halt scheinbar die Schulmedizin sagt, dass es das alles Quatsch ist. Und der Grund, warum... Also es ist kein Quatsch. Ein Teil davon schon, weil, pass auf, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr klar Zusammenhänge zwischen Vitamin-D-Spiegel und Gesundheit. Das heißt, Leute, die schlechte Vitamin-D-Spiegel haben, haben viel, viel höhere Raten an Knochenbrüchen, an Krebs, an Autoimmunerkrankungen, an psychiatrischen Erkrankungen. Zahlreiche Sachen sind assoziiert mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln. Das ist ohne jeden Zweifel so. Was sich allerdings bisher nicht so eindeutig zeigen konnte, ob eine Vitamin-D-Supplementation dann auch einen gesundheitsförderlichen Charakter hat. Und ich kam eigentlich aus dieser Richtung, dass ich habe viel mit, vor 10, 12 Jahren schon viel mit Vitamin-D gearbeitet. Ich gehe aber in den letzten Jahren immer wieder mehr weg davon, weil sich immer mehr und mehr zeigt, dass es gibt große Zusammenhänge zwischen hohem Vitamin-D-Spiegel und Gesundheit, aber relativ geringe Zusammenhänge zwischen Vitamin-D-Kapselkonsum und Gesundheit. Okay, fair. Ne? Und wo die Sonne halt der heilende Charakter ist. Da sagen wirklich die einen so, die anderen so. Ne, also die Sonne, aber die echte Sonne, die ist es. Die echte Sonne hat diesen heilenden Charakter. Mhm. Und wenn wir dadurch halt unsere Vitamin-D-Spiegel, also ich sage mal so, ein Vitamin-D-Mangel ist ein Zeichen eines Sonnenmangels. So erkläre ich es meinen Patienten inzwischen immer. Und ich verschreibe halt nicht Vitamin-D-Kapseln, sondern ich verschreibe Zeit an der Sonne, Zeit in der Natur. Zur Not Sonnenbank, was sind deine Thoughts dazu? Ja, auch ein, zweimal die Woche im Winter, auch ein, zweimal die Woche Sonnenbank. Genau. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ich meine, im Winter, genau, was will man machen? Ist ja als besser als die Kapsel, ist dann mal auf die Sonnenbank gehen, würde ich sagen. Ja. Ja. Und unsere Vorfahren haben übrigens im Winter, muss man sich ja fragen, wo haben denn unsere Vorfahren im Winter ihr Vitamin D hergekommen, ne? Hier im Norden aus fettem Seefisch, aus Rentierleber, aus fetten Tieren, ne? Also. Im Winter fette Suppen essen und so, im Sommer an die Sonne. Gute Proteine, tierische. Unser Zellstoffwechsel verändert sich übrigens unter dem Einfluss von Sonnenlicht mehr in Richtung Kohlenhydratstoffwechsel, weg vom Fettstoffwechsel. Und unter dem Einfluss von Dunkelheit und damit halt auch Melatonin mehr in Richtung Fettstoffwechsel und ein bisschen weg vom Kohlenhydratstoffwechsel. Das ist ganz saisonal angelegt, im Winter tendenziell ein bisschen fettreicher, kohlenhydratärmer zu essen und im Sommer mehr Früchte, ist ja irgendwie auch logisch. Ich denke, die intuitivsten Sachen, die wirklich jeder machen kann, ist so etwas zum Beispiel wie Wasser trinken, das richtige Wasser trinken oder rausgehen. Und ich denke, selbst im Winter, wenn es nur ein bisschen Sonnenlicht gibt, einfach einmal oder zweimal am Tag einfach draußen gewesen zu sein, wenn man sich's erlauben kann zeitlich, ja, vielleicht eine Stunde oder zwei, einfach am Tageslicht zu sein, UV-Licht ausgesetzt zu sein, egal wie schwach das ist etwas, ja, keine Ahnung. Also wir werden trainiert, das gar nicht mehr zu machen. Gerade bleib in deiner Wabe. Ja, gerade wenn es um Depressionen oder sowas geht. Gerade wenn es um so psychiatrische Sachen geht. Unglaublich wichtig. Also da gibt es auch zum Beispiel Studien von Leuten, die mit Depressionen in eine Klinik aufgenommen werden. Die Leute, die ein Zimmer zur Ostseite haben und den Sonnenaufgang sehen, werden im Schnitt 15% früher entlassen, als die ein Zimmer zur Westseite haben und den Sonnenaufgang nicht sehen. Ich sag meinen Patienten immer, Gesundheit ist die Anzahl der Sonnenaufgänge, die du pro Jahr siehst. Mhm. Also Zeit an der Sonne verbringen, Zeit in der Natur, Zeit im Wald zu verbringen, gerade bei dem Thema Depression, unglaublich wichtig. Eigentlich fast Common Sense, aber das ist das, was ich eingangs meinte. Wir kriegen das abtrainiert. Diese Intuition, so zu handeln, ich glaube, die wenigsten Ärzte oder Therapeuten fragen das überhaupt, wenn du reinkommst. Wie oft gehst du denn an die Sonne in der Woche? Obwohl das wirklich eigentlich, wie gesagt, ich würde sagen, früher wäre das Common Sense gewesen.
Geh raus, beweg dich. Spielt keine bis eine sehr geringe Rolle im Medizinstudium. Wir im Mojo-Institut sind wir dazu übergegangen, so also wir schreiben Medikationspläne. Weißt, da kommt dann zum Beispiel von einem anderen Arzt jemand, der hat dann vielleicht Bluthochdruck, der hat 3-4 Medikamente oder so. Und was wir machen, wir updaten halt so Medikationspläne. Wir nehmen Medikamente raus, fügen andere ein, tauschen Dinge. Und was wir da halt mit reinpacken, sind halt genau diese Sachen. Da steht dann auf dem Medikationsplan, steht dann drauf Sonnenlicht. Ne? 20 Minuten täglich. Auf dem Medikationsplan steht dann bevor drauf. Bevor du die Medikamente nimmst, das kannst du auf jeden Fall schon mal machen. Eine bewegte Morgenroutine mit tiefem Ein- und Ausatmen. Das steht auf dem Medikationsplan drauf, weil wir nennen das die Apotheke des Körpers. Durch all diese Interventionen werden Medikamente ausgeschüttet. Zum Beispiel Sonnenkontakt schüttet Endorphine aus. Und der größte Ausschütter von Endorphinen ist unsere Haut unter Sonnenkontakt. Und wenn ich mit der Depression konfrontiert bin oder ein Patient mit Depression, bitte geht jeden Tag ans Licht. Am besten so früh, wie es geht. Tag-Nacht-Rhythmen wieder etablieren. Morgens mit Sonnenaufgang direkt Sonnenlicht bekommen. Rausgehen, barfuß über die Wiese, tief ein- und ausatmen, direkt Sonnenlicht bekommen. Von mir aus leg dich danach wieder hin, aber guck, dass du erst die Sonne bekommst. Und abends Lichter aus. Handys. Ich hatte dich angekündigt in der Insta-Story als der deutsche Andrew Huberman. Also natürlich, wie gesagt, du bist dein eigener Typ, aber die Themen sind ähnliche. Und er sagt auch, beim Schlafen so dunkel wie möglich und sobald das Schlafen aufhört, im Prinzip so hell wie möglich. Ja. Um es mal ganz verkürzt zu sagen. Ne? Ja. Wir leben heutzutage extrem unextrem. Und ein Großteil von chronischer Erkrankung ist, dass man diese Auslenkungen nicht mehr hat. Es wird niemals wirklich richtig heiß, weil man immer Klimaanlage anmacht, sobald es ein bisschen zu warm ist. Immer so eine Comfortzone. Der Körper hält nichts mehr aus. Es wird niemals wirklich richtig kalt, weil man immer sofort die Heizung anmacht. Wenn es aber niemals wirklich richtig kalt wird, dann muss deine Schilddrüse halt auch niemals wirklich was tun. Mhm. Wenn es niemals richtig wirklich warm wird, dann muss deine Hautorgane, deine Schwitzen, deine Schweißdrüsen müssen niemals wirklich was tun. Wenn du niemals wirklich richtig in die Anstrengung reingehst, dann müssen deine Gefäße niemals wirklich was tun. Und so degenerieren. Wir sind biologische Lebewesen. Ein Auto, was du ohne jegliche Reibung in die Garage stellst, das ist nach 5 Jahren, wenn du zwischendurch mal ein bisschen die Rohre freigepustet hast, ist es genauso wie vorher. Wenn du das mit dem menschlichen Körper machst, wird der so dramatisch an Leistungsfähigkeit verlieren, wenn du den menschlichen Körper nicht nutzt. Autos werden nicht besser, wenn du sie nutzt. Es macht nur Sinn. Aber menschliche Körper werden besser, wenn du sie benutzt. Wenn du sie mit der Kälte aussetzt, wenn du sie mal kurz mal einen Tag nichts essen Widerstände, aussetzt. Überhaupt mal was aushalten. In den Widerstand gehen, in die Reibung gehen. Mal im kalten Du stirbst Wind nicht. Stehen. Es ist kalt, es ist unangenehm. Es ist mal was heiß, es ist mal unangenehm. Im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt. Aber davon stirbst du nicht. Das macht dich wach. Das ist, genau. Das macht dich wach und das macht dich lebendig. Ja. Wenn du dir den EKG anguckst, den Pulskurve ist hoch und runter. Der Körper ist dafür Flatline, da, es auszuhalten. Flatline ist es. Tot. Ja. Das Konzept nennt sich Hormesis in der Medizin. Das ist halt ein sehr, sehr etabliertes Konzept, wo wir halt wissen, du musst in diese Herausforderungsspitzen gehen. Um lebendig zu bleiben, damit deine Zelle gesund bleibt, müssen wir in diese Herausforderungsspitzen gehen. Es reicht, es geht nicht. Nur schlafen, Nährstoffe essen, schlafen, essen. Comfortzone. Das reicht nicht. Und ich sage, wenn wir zurück zum Thema Depressionen vielleicht nochmal kommen, beziehungsweise wir haben es noch gar nicht vertieft. Ich sage, dass das der Trick ist, dieses Systems oder dieser Gesundheitssysteme, wie man es auch immer nennen will, ich glaube, der größte Irrtum, den viele haben, ist, dass ein Leben schön wäre, wenn man ein Leben ohne Widerstände hätte. Alles muss immer in einer Comfortzone sein und der Staat hat das irgendwie zu regulieren, dass du immer genügend zu essen hast, dass du immer die Temperatur immer genau richtig ist, dass es für alles eine Pille gibt, dass du dich nie bewegen musst und dann und am besten auch noch eine 4-Tage-Woche, noch periodenfrei, im Prinzip gar keine Anstrengungen mehr. Weder auf der Arbeit noch dem Körper irgendwas aussetzen. Dass man, wenn man dem Menschen das alles, all diese Widerstände und Hürden nimmt, dass er dann glücklich wäre. Ich glaube aber, dass das depressiv macht. Weil das genau das ist, der Mensch ist dann irgendwo, er kann gar nicht mehr orten, was ihm eigentlich fehlt. Irgendwie fehlt ihm nichts Richtiges mehr. Aber er hat gar keinen Weg mehr vor sich, gar keine Purpose, gar keine Hindernisse mehr, die er überwinden kann. Und ich nehme immer das Wort Purpose, weil es so ein schönes englisches Wort ist. Man kann ja selber Purpose haben im Leben und off-Purpose sein. Wenn du was Besseres Deutsches hast, gib's mir gerne. Und das wird den Menschen komplett genommen und deswegen sind sie depressiv, weil sie
und sie komplett lost sind und keine Orientierung haben und gar nichts sagen können, was ihnen fehlt, weil der Kühlschrank ist voll. Die Heizung ist auf 25 Grad. Es fehlt ihnen eigentlich gar nichts. Sie haben Klamotten, sie haben iPhone, sie haben Netflix. Es ist alles da. Sie haben jetzt sogar ihre 4-Tage-Woche meinetwegen gekriegt, statt der 5-Tage-Woche. Aber sie sind immer noch unhappy. Warum? Sie haben noch mehr Urlaub gekriegt durch den Tarifvertrag. Sie sind rundum versorgt. Aber sie sind nicht glücklich. Warum? Sie denken immer, es fehlt noch irgendwas. Es müsste noch mehr Geld sein. Oder es müsste noch ein Urlaubstag mehr sein. Oder es müsste, keine Ahnung, noch irgendwas Kostenloses geben. Aber sie merken nicht, dass sie einfach selber nicht von Sinn sind im Leben, also im Sinne von of purpose, und dass sie keine Purpose haben. Und dass sie keinen Weg gehen, keine Hürden nehmen, keine Hindernisse nehmen mit einem Ziel. Und das kann es irgendwie sofort geben, so etwas wie, na, ich halte es noch nicht mal aus, unter eine kalte Dusche mich zu stellen, aber auch ein Warum. Ich nehme Hindernisse, ich nehme Schmerzen in Kauf, um etwas zu kriegen, um ein Ziel zu verfolgen. Ja, also das Einfachste könnte sein, zum Beispiel eine Familie gründen oder sowas. Aber ich glaube auch da, es gibt einen Krieg gegen die traditionelle Familie, weil man sagt, brauchst du doch alles nicht. Brauchst du doch alles nicht. Willst du dich abhängig von sowas machen? Wir pflegen dich. Es gibt ein Pflegesystem im Alter. Der Staat übernimmt das. Und während, bis du dahin kommst, kriegst du deinen vollen Kühlschrank. So, und die Menschen fragen sich aber trotzdem, warum bin ich unglücklich? Steht ja alles im kommunistischen Manifest schwarz auf weiß formuliert als das Ziel dieses ganzen Prozesses. Das Abschaffung der Kernfamilie ist ja auch ein Teil der 10 Punkte. Genau, aber wie will man, aber die Menschen verstehen nicht, dass das sie unglücklich macht. Sie denken, wenn sie sich all dieser Verbindlichkeiten entledigt hätten, dann wären sie glücklich. Jetzt fangen sie an zu sagen, ja, wir müssen uns vielleicht eine Geschlechtsumwandlung machen. Es gibt ja noch einen Klimawandel. Sie fangen an, sich Sachen zu überlegen, die ihnen Purpose geben. Dabei könnte ihr Leben auch einfach so Purpose haben. Und sie sind unglücklich deswegen. Sie denken dann, es liegt am Kapitalismus oder am Klima oder am falschen Geschlecht. Aber es liegt nicht daran. Baby, Bruder, du hast keine Purpose. Dir geht es zu gut im Endeffekt. Voll. Und ich glaube, jeder, der checkt, dass es anders geht, der checkt's eigentlich, der sieht, dass es anders geht, checkt's eigentlich sofort, dass es anders geht. Ich glaube, Leute brauchen halt Kontaktpunkte damit. Mhm. Ja? Genau, und halt da gibt's ja euch. Ja, und auch einige andere. Und je mehr Kontaktpunkte es dafür gibt, desto mehr können Leute halt damit Berührung und Verbindung aufbauen und dann Vertrauen darin schaffen, weil unsere Erfahrung ist da relativ klar. Ich meine, wir behandeln viele dieser Menschen, und viele gehen dann auch diesen Prozess und blicken zurück und denken sich, wie konnte ich nur? Ja. Und aber es braucht halt Kontaktpunkte, es braucht einfache Stufen. Ne, wir sagen bei Mojo immer, der Unterschied zwischen einer Wand und einer Treppe ist einfach nur die Höhe der Stufe. Es braucht kleine, leichte Schritte, die jeder gehen kann, weil dann denen erstmal gehen, Erfolgserlebnisse sammeln, kleinen nächsten weiteren Schritt gehen, Erfolgserlebnisse sammeln. Viele Leute stehen ja vor so einer Wand, die sind dann in Freundeskreisen und Netzwerken, wo das halt sozusagen Usus ist, was du gerade zeichnest. Genau. Also dieses Bild, was du gerade zeichnest, das sind ja die Biotope, in denen Menschen halt dann wirklich leben und sie fühlen sich unglücklich, kriegen dann vielleicht ein Antidepressivum verschrieben, aber ist ja nicht schlimm, haben die anderen 10 Freundinnen ja auch. Und das ist das Biotop. Genau. Und da auszubrechen, das ist ja nahezu unmöglich. Ich kann ja nicht meinem ganzen Freundeskreis den Rücken kehren. Ohne und die sagen, die halten dich aber meistens da unten. Ich würde fast dazu raten, wenn das so ein Freundeskreis ist. Ich würde dann dazu raten, wenn es halt eine alternative Option wirklich gibt, die halt auch Stabilität eines Freundeskreises geben kann. Also eine Mentorin von mir hat mir mal gesagt, Gerrit, du musst aufpassen, was du Leuten wegziehst, weil du weißt nicht, wie tief sie fallen, bevor das nächste kommt. Ne? Und sozusagen aus so einem Freundeskreis sich zu entkernen, kann dann auch in die Suizidalität führen für einige. Ne? Und weil es vielleicht das Letzte war, was noch ein bisschen Halt gegeben hat. Deswegen, aber das ist oft eine Falle. Weil sie denken, wenn ich die nicht mehr habe, dann habe ich diesen Halt nicht mehr. Aber diese Leute halten einen oft unten. Ich habe das auch als junger Mann erlebt. Und Ich bin da bei dir. Die halten einen unten, ist sozusagen, es geht einem. Das gibt dann halt, aber da unten halt eben. Es geht in diesem schwarzen Loch irgendwo. Es geht einem zu scheiße, um zufrieden zu sein, aber zu gut, um es zu ändern. Also ja, so, und irgendwie hat man sich gegenseitig und allen geht's schlecht und das fühlt sich irgendwie schön an. Was heißt schön, aber besser als alleine und weiß ich aber nicht.
Richtig. Weiß ich nicht. Richtig. Und sobald aber Alternativlösungen da sind, wo sie halt sehen, so, hey, mach das. Das ist noch nicht mal irgendwie so groß theatralisch krass anders, sondern mach einfach mit. So, hey, mach das. Komm hier. Mhm. Let's go. Und dann positive Erlebnisse damit schaffen. Mhm. Weil das ist das Ding. Genau. Die ganze Gesellschaft haut sich die Köpfe ein auf dieser kognitiv-rationalen Ebene. Aber das, was Menschen brauchen, sind positive Erlebnisse. Ja, weil sie durch und durch emotional sind. Ja. Also, ich kann fast niemanden mit Vernunft redpillen, weil der Mensch emotional ist. Ja, wenn ich mit vernünftigen Sachen komme, stoße ich an meine Grenzen, weil die Leute Gefühle haben. Und gegen Gefühle kommt man einfach so mit Vernunft nicht an. Unsere Körper interagieren miteinander. Und wenn wir denken, dass nur unser Verstand miteinander interagiert, Jesus Christ, dann entstehen die anstrengendsten Streitgespräche. Ja. Und wie kriegen wir den Körper? Wir sagen immer so, Emotionen sind die Schatten von Frequenzen. Und Gedanken sind die Schatten von Emotionen und Worte sind die Schatten von Gedanken. So, und wenn ich halt Gedanken verändern will, dann muss ich die Emotionen verändern. Wenn ich Emotionen verändern will, muss ich die Frequenzen verändern. Was meine ich mit Frequenzen? Mit Frequenzen meine ich die körperlichen Schwingungen. So, weißt du, wenn du mit jemandem, der voll, sag mal, der hat das kommunistische Manifest komplett studiert und es steht voll dahinter und so, okay, alles klar, lass uns mal 2 Wochen in die Berge gehen. Wir leben nur von der Natur, gucken, dass wir das essen, was wir finden. A world with consequences. Ja. Und nicht reguliert vom Kommunismus. Es gibt nichts, was ich dir erkläre. Ich habe dir nichts beizubringen. Die Berge bringen dir alles bei, was es zu lernen gibt. Und du ziehst Lektionen raus, die anders sind als meine. Mhm. So, wir können, es gibt in der Erlebnispädagogik diesen Spruch, let the mountains speak for themselves. Es gibt keinen Lehrer. Die Natur ist der Lehrer. Lass uns da rausgehen, lass uns beide lernen. Auf beide uns auf unsere gleiche Art und Weise. Und genau das, wenn dann diese Konsequenzen bringen uns etwas bei. Und das verändert Menschen. Das wird mich verändern und das wird diesen Menschen verändern. Weißt du? Und das ist halt das, wie wir so Veränderungen auch herbeiführen können über diese körperlichen Erlebnisse, die wir halt kreieren können. So positive Feedback-Loops schaffen, sagen, oh, das ist nice, davon will ich mehr. Mhm. Und dann, okay, wie kann ich mir mehr davon geben? Ja, das ist ganz einfach. Du machst einfach das, lass den kaltes Bad ein, blickst dich da rein 2 Minuten, atmest, that's it. Dann hast du diese Endorphinausschüttung, let's go. Ja, witzig, dass du hast sowohl, das mit der Kälte hast du jetzt schon mehrmals erwähnt. Ich weiß ja auch, ihr macht das hier mit den Kryokammern und so weiter, ne? Und dann hast du noch so ein paar Sachen erwähnt, jetzt hatte ich gerade vergessen. Also beziehungsweise ich habe Fragen gekriegt dazu von meinem inneren Kreis. Vielleicht kannst du zu dem Kryo-Ding so ein bisschen was sagen, beziehungsweise jemand fragt, kann er das denn, am besten kommt er natürlich zu Gerrit hier ins Institut, aber kann er es denn im Prinzip mit einem Eisbad ersetzen? Ja. Ist das im, also? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also man kann es auf jeden Fall dadurch ersetzen. Wurde ich gefragt. Der Unterschied ist, dass du bei dem Eisbad hast du diese Wasserkälte, ne, diese feuchte Kälte. Und die hat natürlich eine sehr, sehr schnelle Leitfähigkeit von Temperatur, deswegen ist es halt auch so schockig kalt. So eine Kältekammer, wie wir sie haben, die hat eine trockene Kälte. Die ist nicht so schockig kalt. Die geht eher so langsam in die Tiefe. Was einen Vorteil haben kann, weil man halt dann durch dieses langsamere in die Tiefe tiefere Regionen erreichen kann. Wenn man zum Beispiel ein Eisbad zu kalt macht und dann nur, sagen wir mal, 1-2 Minuten drin bleibt, dann hat man ein bisschen mehr die Oberfläche erwischt. Und es ist besser manchmal, ein Eisbad ein bisschen wärmer zu haben, noch nicht mal so unbedingt Eiswürfel, sondern einfach nur kaltes Wasser reinzulassen. Und dann aber vielleicht mal 7-8 Minuten reinzugehen. Ja, weil dann kommt man ein bisschen mehr in die Tiefe. Also einfach mal ein bisschen variieren. Ja, genau. Und ich suche halt auch viel nach der Tiefe. Vor allen Dingen, je mehr es in Richtung so psychiatrische und Depressionssachen geht, finde ich die Tiefe wichtig. Also um die Tiefe des Nervensystems zu erreichen. Also 1 Minute eiskalt hat seine Effekte, seine positiven Effekte. Psychologisch, körperlich. Ja, ich bin so der Typ Dusche, ne? Auch super. Ja. Auch super. Aber auch so. Im Sommer ist natürlich anders als 10 Minuten im Winter, ja. Bisschen mehr Länge reinzugehen. Ja, das schaffe ich noch nicht, muss ich gestehen. Also ich mach's, aber ich bin so einer, dann reicht's mir auch. Ja, nach einer Minute oder so. Aber okay, ja, du hast recht. Eigentlich denke ich mir so, man könnte auch noch länger. Ist komplett ersetzbar. Ja. Ich meine, wir machen das kommerziell hier mit so einer Kältekammer. Aber ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Also probier's mal aus. Aber wir sagen auch jedem, du kannst das zu Hause machen. Mhm. Das ist allerdings auch wieder Stufen, ne? Es ist eine einfachere Stufe. Weil das Wasser schockt Leute zu sehr. Wir gehen jeden Mittwoch gehen wir hier in den See baden, den ganzen Winter über auch, ne? Und wir laden jeden ein. Das ist kostenlos. Kommt mit. Aber das macht kaum einer. Aber in die Kältekammer gehen sie dann. Also whatever. Ja, weil die Leute das Gefühl, ich glaube, die Menschen haben das Gefühl, da ist Kontrolle. Ja. Und der See, den können sie nicht kontrollieren. Ja. Das ist wieder dieses Kontrollthema. Ja. Ja, das meinte ich auch, der Gerrit jetzt alles erzählt, was sie ja alles haben, von See bis Kryokammer. Das meinte ich eingangs, als ich sagte, sind wir nicht gesegnet, dass wir diese Leben haben und uns das erschaffen haben. Und er hat das hier,
Also dieses ganze Anwesen ist der Hammer, wirklich. Ich habe eben so ein bisschen mir das alles angeguckt, als er noch am Arbeiten war oder am bisschen sich selber die Infusion gesetzt hat. Hier ist alles da. Es ist wirklich beeindruckend. Also mal so als kleiner Werbeblock zwischendrin. Und wo ich auch echt gedacht habe, so boah, so gut kennen wir uns nicht, aber ich bin stolz auf ihn so. Also so etwas gegen das Klassische, was es da draußen so gibt, gegen die Institutionen, gegen die sogenannte Bildung oder die Schulmedizin oder so und durch diese ganze Lockdown-Tyrannei auch noch, da immer so outspoken zu sein und das zu erschaffen. Also muss ich sagen, Chapeau. Genau, das war eine der Fragen mit der Kryokammer. Da war genau, die genaue Frage war, ich finde das Thema Kältekammer, Kryotherapie interessant, Anwendungsbereiche und Nutzen, kann man den gleichen Effekt im Eisbad erzielen. Wir hatten ja Sonne und Kälte jetzt so und ich komme immer wieder zurück zu den Depressionen. Ich habe ja so meine Analyse gegeben, ich bin ja ein sehr intuitiver Typ, Gerrit ist ja ein echter Arzt, ich habe ja das gesagt mit der Purpose und Leute, die schon lange bei mir zuhören, wissen das auch. Oft fragen mich welche, ja gut, wie kriege ich denn dann jetzt die Purpose? Mal kurz, schnell. Und da kann ich nur dazu sagen, das kann ich dir nicht sagen. Das musst du irgendwie selber rauskriegen, weil das ist, glaube ich, wahrscheinlich die Frage des Lebens überhaupt. Was ist mein Ziel? Was ist meine Purpose? Was ist mein Sinn? Ich sage mal so, viele Dinge hat uns die Natur oder Gott halt eben auch so mitgegeben. Eine Familie könnte eine Purpose sein. Und ich glaube, deswegen gibt's auch diesen Krieg gegen die traditionelle Familie, damit du den Staat oder wen auch immer brauchst, damit du nicht selber auf deine Familie dich verlassen kannst oder musst, sondern der Staat, die Partei ist immer für dich da. Siehe das Kommunistische Manifest. Aber Gerrit hat vielleicht noch Thoughts, was so, wenn wir sagen, in die Sonne gehen, ins Eisbad gehen, was sind so deine ersten Ansatzpunkte ansonsten, wenn jemand zu dir kommt und sagt, okay, du kannst mir jetzt nicht die Purpose geben, aber was können wir jetzt wirklich machen gegen Depressionen? Also neben in die Sonne gehen, in die Natur gehen, in die Kältekammer gehen. Wie gehst du da so ran? Weil ich denke, das ist die Volkskrankheit schlechthin. Und wenn die weg sind, dann geben sich, glaube ich, auch viele körperliche Sachen, wenn es hier oben stabil ist. Ja, ich behandle inzwischen sehr viele Menschen mit Depressionen. Ich habe auch die letzten Jahre viel mit sehr, sehr schwer und auch akut suizidalen Menschen gearbeitet und habe da viel Erfahrung sammeln können die letzten Jahre. Und das war auch nicht immer ganz einfach. Es hat mich auch total an die Limits meiner Vorstellungskraft gebracht bei einigen Sachen, weil so eine richtig tiefe Depression sich ja auch vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es nichts mehr gibt, woran man ankern kann. Und dann ist es sehr, sehr schwer von außen mit irgendwie dem perfekten Argument oder das, man kann nicht von außen irgendetwas geben, was dann die Depression eines schwer depressiven Menschen lösen würde, weil sich die Depression ja im Kern ja dann auch dadurch auszeichnet, dass Anker nicht mehr greifen. Es gibt nichts mehr, woran man sich festhalten kann. Und deswegen hängt es für mich immer ein bisschen davon ab, wie sehr und wie stark depressiv ist ein Mensch. Und je stärker depressiver er ist, desto mehr geht es wirklich darum, dass wir an die Essenz der Sache drankommen, dass wir in die Tiefe gehen. Und die Essenz der Sache hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir in unserem schöpferischen Kern, innerhalb von unserem Körper und unserem Geist, inmitten dessen halt leben und von da aus kreierende Lebewesen sind. Und dass wir nicht abhängig sind von irgendeiner äußeren Instanz. Wir brauchen keine äußere Pille, wir brauchen keine äußere Zusagung, wir brauchen keine perfekte Situation, wir brauchen kein schönes Wetter, wir brauchen keine Sonne, wir brauchen keine Kälte, wir brauchen keinen Arzt, der ja oder nein sagt. Ach so, das auch nicht? Okay. Die Pille brauchen wir nicht. Ich gehe erst über die Essenz. Und wir brauchen auch kein Purpose. Weil wenn wir halt Purpose zur Voraussetzung für Glück machen, dann bedeutet das für einen depressiven Menschen, ja, siehst du, aber ich habe kein Purpose, also. Ja, das heißt, wo fangen wir an? Richtig, genau. Richtig. Und genau das wie ist so, fängt man wo an? Wo fängt man überhaupt an, wenn es nichts zum Anfangen gibt? Genau. So. Und da... Also ihr braucht Purpose, aber ihr müsst irgendwo anfangen. Können wir uns darauf einigen? Ja, das ist alles, was... Also, genau. Das heißt, also, wenn ich mal nicht so was sage, heißt meinst. Nicht, dass das falsch ist. Nee, ich habe verstanden, halt, was du meinst. Irgendwo muss es mal losgehen. Es gibt einen französischen Philosophen, Albert Camus, der hat diesen Spruch, Party at the end of meaning. So, wie kannst du ein geiles Leben haben, wenn es keine Bedeutung mehr hat?
Und vor allen Dingen, wenn Depression vielleicht auf Basis von Gewalttaten passiert, ist vielleicht Misshandlung oder so, wo man sich dann, man sucht nach einem Sinn. Und wenn die Sinnsuche sinnlos ist, was macht man dann? Ne, und so auf kognitive Art und Weise, einen der besten Zugänge, den ich dafür kennengelernt habe, ist Viktor Frankl. Viktor Frankl ist ein Psychiater, der selber als Jude dann im KZ gelandet ist und da ein Buch über Freiheit geschrieben hat. Mhm. Und das Buch heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und da geht es nämlich genau darum, wie kann ich Ja sagen zu jedem Mangel und jeder Scheiße der Welt. Ne? Und darum geht es halt so als ersten Anker, Ja zu sagen. Und Ja zu sagen bedeutet halt auch, die eigene Situation anzunehmen, zu sagen, mir geht's fucking scheiße, ich fühle mich bedeutungsleer, ich fühle mich nicht bei mir, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich einsam. Und je mehr ich versuche, das wegzuschieben, desto mehr entsteht ein Konflikt zwischen mir und diesem Ding, was auch ich bin. Und Ja, an diesem Punkt Ja zu sagen und das zu nehmen, wir nennen das auch den Boden, dazu Ja zu sagen und zu sagen, okay, das ist die Situation, die nehme ich an und von da aus will ich jetzt in die Veränderung gehen. Und dann haben wir nämlich eine Möglichkeit zu navigieren. Dann geht es darum, halt diese ersten kleinen Schritte zu machen, die dazu führen, dass es mir besser geht. Das hat häufig was damit zu tun, mit der Atmung zu beginnen. Also Atemtechniken sind eine der einfachsten und coolsten Sachen, um von Ground Zero sozusagen zu beginnen. Ne, weil die sind auch immer dabei. Wahrscheinlich auch Angst kontrollieren. Genau, solche Dinge, ne? Genau, man kann lernen, mit Ängsten umzugehen. Man kann lernen, mit dem Gefühl von Einsamkeit auch auf eine sehr konstruktive, positive Art und Weise umzugehen. Und kann von da aus halt dann ins Schaffen kommen. So, und dann ganz körperliche Sachen. Was kann ich tun, damit mein Körper sich biologisch, körperlich besser fühlt? So in der Vorstellung, stell dir vor, du hast einen Hund. Was würdest du tun, damit es dem Hund besser geht? So, du willst ihn, geh mit dem Gassi, fang damit an. Ja. So, bring ihn in die Natur, geh in die Natur. Spielen. Spiel mit ihm. Streicheln. Richtig. Ja, so Sachen. Ne? Fütter ihm Essen, was artgerecht für diesen Hund ist. Ja. Fang an, gutes Essen zu essen. Nährstoffreiches Essen. Nicht Industrietrash, was uns komplett Nährstoff entarmt, sondern lebendiges Essen, da wo Leben drin steckt. Was ist lebendiges Essen? Lebendiges Essen ist, das verändert sich. Wenn du es kaufst, ist es eine Woche später schlecht. Das ist lebendiges Essen. Und das, alles, was du kaufst. Macht und dann, Sinn, ne? Processed Food, sagt man ja, ist der Teufel halt so, ne? Dieses alles, was du kaufst, ist einen Monat danach noch das Gleiche, ja, das solltest du nicht essen. Ja. Und so kann man halt Stück für Stück dann aufbauen. Und ja, ich habe da keine bessere Ultimativantwort, außer wirklich dieses am absoluten Kern, dieses Vertrauen, dieses Mitgefühl zu kreieren, über das Ja sagen und nicht zu glauben, dass man irgendwas braucht. Du brauchst gar nichts. Du brauchst nichts, um happy zu sein. Du brauchst gar nichts. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Ja-Sagen. Das ist ein sehr, sehr tiefes inneres Ja-Sagen. Dabei braucht es aber auch manchmal Hilfe. Also ich kann das, wenn jemand das alleine durchleben muss, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen auf jeden Fall mit Leuten darüber sprechen und Kontakt suchen zu Menschen, die einem helfen, dieses innerliche Ja auch sagen zu können. Die einen dabei zum unterstützen. Zum Beispiel zu uns. Ja. Etavox Ehrenfeld, Mojo Institut. Also erstmal hier hören, wenn man zu Hause nicht rauskommt. Ja. Und es nicht schafft, das ist einfach. Und dann irgendwann, ich denke mal, wenn jemand zu dir kommt, dann hat das ja auf jeden Fall schon mal geschafft, aus der Tür rauszugehen. Ja. Und zu sagen, der soll mir helfen und ich gehe da jetzt hin und ich nehme vielleicht auch noch was Geld in die Hand oder so. Depression, ne? Hat häufig was damit zu tun, dass man sich die Flügel gebrochen hat. So, man hat irgendwas probiert im Leben, man ist daran gescheitert, man hat viel Scham, viel Schuld, die man erlebt, man zieht sich zurück, man hat Angst, man hat vielleicht auch Wut, die man nicht ausleben möchte, man hat eine schwere Entscheidung, der man sich nicht stellen möchte und das ist schwierig, da alleine durchzugehen. Es hat sehr viel mit Ja-Sagen zu tun, aber dann und auch den Ja zum Kontakt zu suchen. Ich glaube eben auch dieses Selbstvertrauen. Ja. Dass man nicht auf sich selbst vertraut und dass man denkt, man nicht nur hat man kein Ziel, weil, beziehungsweise, woher kommt denn mangelndes Selbstvertrauen oder dass man lost ist oder dass man nicht weiß, was zu tun ist oder wo man anzufangen hat? Das ist ja diese Lüge unserer Institutionen, dass wir gesagt kriegen, na, du musst dich auch nicht bewegen. Wir geben dir eine Pille oder wir geben dir einen Therapeuten. Und wenn du zu dem gehst und der hält dann ein bisschen Händchen mit dir und du nimmst noch die Pille, dann hast du alles getan, was du tun musst. In dir muss sich nichts bewegen. Es reicht, wenn du die Pille zum Mund bewegst und wenn du dich zu diesem Therapeuten irgendwie bewegst. Und damit meine ich nicht Gerrit und sein Institut, sondern irgendwie sowas von der Stange. Ne? Und dann
trotzdem fühlt es sich nicht besser an. Ja. Und dann sind die Menschen oft am Ende mit ihrem Latein, weil sie denken, na, ich habe doch alles gemacht. Ich war doch in Therapie. Ich habe doch die Pille genommen. Trotzdem passiert nichts. Ich fühle mich schlecht. Und dann sind sie irgendwie am Ende ihres Lateins. Und das ist eine der Lügen der Matrix, dass das alles wäre. Das ist lang nicht alles. Und wenn wir jetzt so in die konkreten Methoden, nachdem man Ja gesagt hat, ist man ja offen für Dinge. Dann kann man sagen, dann wendet man sich auch Sachen zu und ist auch in der Lage, Dinge auch anzugehen und zu probieren. Und da sind ganz konkret ein paar Sachen, die sich gerade sehr, sehr stark herauskristallisieren. Das eine ist dieses große Feld der sogenannten metabolischen Psychiatrie, also Stoffwechselpsychiatrie. Das praktizieren wir seit einigen Jahren. Da tut sich gerade in Harvard und Stanford University ganze Abteilungen auf zu. Da geht es darum, dafür zu sorgen, dass das Gehirn einfach mehr Energie hat. Weil die Art und Weise, wie Leute nährstoffversorgt sind, die Art und Weise, wie sich Leute ernähren, führt nicht unbedingt dazu, dass das Gehirn mit mehr Energie versorgt wird. Es gibt nämlich zwei richtig wichtige Nährstoffe für das Gehirn. Wenn das Gehirn das nicht bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, an Depressionen zu erleiden, an Psychosen zu erleiden oder an Neurodegeneration zu erleiden. Diese beiden Nährstoffe sind einerseits das Laktat, was durch körperliche Muskelaktivität ans Gehirn gesendet wird. Und zweitens sind es die sogenannten Ketonkörper, die nur dann von unserer Leber produziert werden, wenn wir entweder 3 Tage lang nichts gegessen haben oder mindestens 3-4 Tage lang komplett auf Kohlenhydrate verzichtet haben. Ketose, ne? Ketose. Und das ist so dieses Feld der ketogenen Ernährung. Ganz konkret haben wir jetzt gerade eine Studie mit 12 Teilnehmern durchgeführt. Und zwar mit bipolarer Störung. Das ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung, die je nach Studie 30-50% Suizidrate hat über einen Lebenszeitraum, die so gut als unheilbar gilt. Und wir haben 12 Betroffene dadurch begleitet, die haben nur die ketogene Ernährung gemacht. Das heißt, die haben keine andere Intervention gemacht. Und die Daten sind wir noch gerade am Auswerten. Die waren diagnostiziert bipolar. Persönlichkeitsstörung. Diagnostizierte bipolare Störung, die ja für Menschen, die das nicht kennen, die gehen durch schwerste depressive Phasen mit Suizidalität teilweise und dann titschen die wieder in so schwerste manische Phasen, wo die dann hyperaktiv werden, nicht mehr schlafen können, sich einfach ein Boot kaufen, ohne Herr der Lage zu sein, denken, sie sind Gott und Fremd- und Eigengefährdung da ist. Also es ist eine sehr schwere Erkrankung. Und die sind alle diagnostiziert gewesen, die sind alle in psychiatrischer Behandlung, teilweise mit Medikation. Und die haben sich freiwillig dazu entschieden, bei uns die ketogene Ernährung durchzuführen, in dieser Studie teilzunehmen. Und wie gesagt, wir sind die Daten noch am Auswerten. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mit vielen der Teilnehmer schon gesprochen, so als Abschlussfeedbackgespräch. Und wir haben 6 bis 7 Teilnehmer, ich würde 7 Teilnehmer dazu zählen, die deutliche symptomatische Verbesserung haben, die teilweise auf 100% Funktionsniveau zurückgekommen sind, die normal wieder ihren Jobs nachgehen können. Wir hatten einen Teilnehmer dabei, der gesagt hat, ich habe mein Leben lang nicht geglaubt, dass ich jemals eine Familie haben kann, weil ich einfach nicht funktional genug bin. Und jetzt fange ich an, darüber nachzudenken, dass es real sein könnte, dass ich mal Kinder haben kann, dass ich verantwortungsbewusst genug sein könnte, irgendwann Kinder zu haben. Und das sind so die, während Leute die Medikamente abgesetzt haben. Und das ist in 12 Wochen passiert. Und wenn wir uns dann so die Stoffwechselwerte angucken, wow, das ist einfach, was sich da verändert hat. Ich habe dir gerade auf Instagram, könnt ihr mal auf Mojo Institute mal reinschauen, habe ich gerade ein Reel dazu veröffentlicht. Ja, ich verlinke dich natürlich. Mach das, klar. Ja. Da habe ich gerade ein Reel zu einer Fallstudie von einem dieser Patienten gemacht. Auf so vielen verschiedenen Stoffwechselebenen, Nierenfunktionen bis in alles Mögliche, Stressregulation, alles besser geworden. Und einfach das Wichtigste ist erstmal das Symptomatische. Die fühlen sich deutlich besser. Nicht alle. Ich glaube das. Ist nicht für jeden. Jedes Medikament gibt es halt nicht. Naja, es gibt eben auch noch andere Faktoren. Ja. Ne? Aber das ist einer. Ja. Also ein sehr, sehr wichtiger. Ja. Ne? Ja, also ketogene Ernährung. Laktat, das heißt körperliche Bewegung, Krafttraining etc. Damit ich glaube, Laktat produziert wird. Super, super wichtiger Nährstoff fürs Gehirn. Sonne haben wir drüber gesprochen. Kälte und Atmung, extrem wichtig. Und was wir medikamentös so als Ausweichtherapie einsetzen, ist so dieses Feld psychedelische Medizin, ist Ketamin. Okay, erzähl gerne mehr davon. Also Ketamin ist eigentlich ein Schmerzmittel, was für den Vietnamkrieg entwickelt wurde. Ist auch gilt auch als Partydroge in einigen Szenen. Aber ist auch ein Medikament. Ja. Ist ein zugelassenes Medikament, ist auf jedem Rettungswagen Deutschlands drauf, weil es als Schmerzmittel in Notfallsituationen eingesetzt wird. Weil es hat schmerzstillende Wirkung, ohne dass es an diesen Opiatrezeptoren und Schmerzrezeptoren wirkt und damit auch keine Atemdepression und so macht. Das heißt, Herz-Kreislauf stabil bleiben die Leute, während sie keine Schmerzen haben. Deswegen ist es in Notfallsituationen sehr beliebt. Und es wirkt über eine Entkopplung von Körper und Geist. Deswegen nennt sie das ein dissoziatives Medikament. Und es hat sich gezeigt, dass man das nicht nur in akuten Schmerzsituationen geben kann. Wie gesagt, im Vietnamkrieg wurde es das erste Mal eingesetzt, hat dadurch Morphium ersetzen können. Und so konnte man halt hochdosiert den verwundeten Soldaten Ketamin geben, ohne dass die mit dem Atmen aufhören.
da hat es Beliebtheit gefunden, aber es hat sich in den letzten 15 Jahren mehr und mehr gezeigt, dass es halt auch in psychiatrischen Situationen eingesetzt werden kann. Also es wird in vielen psychiatrischen Kliniken immer mehr eingesetzt, wenn es so akute Suizidalität gibt. Und es wird in so subtileren Szenarien bei chronischer Depression auch mehr und mehr eingesetzt. Und wir sind eine von, glaube ich, 15 Instituten in Deutschland, die das auch bei chronischer Depression cool. einsetzen oder auch bei Suizidalität. Also alles, was man ansonsten so vom Psychiater kriegt, ich habe es nie gekriegt, aber ich kenne natürlich Menschen, die haben Neuroleptika und alles Mögliche verschrieben gekriegt. Ja. Und das ist für mich kriminell. Da gehen Leute, auch teilweise junge Männer, junge Frauen, irgendwie zum Arzt und sagen, ich bin nicht gut drauf und kriegen dann sofort diese absolut krassen Medikamente verschrieben. Und da muss ich sagen, ja, kriminell wird's gut, für dass mich, es hier sowas gibt. Kriminell ja? wird es für mich auf jeden Fall auch an dem Punkt, wenn keine adäquate Aufklärung und keine adäquate Diagnose stattfindet. Wir hatten einige Patienten, die wir hier kennengelernt haben, die beim Psychiater waren, die nach einem 10-minütigen Gespräch so eine Form von Medikament verschrieben bekommen haben. Also ohne, ich nicht, dass aber ich habe es erzählt bekommen. Ja, ohne, solche dass sie darüber aufgeklärt wurden, über schwerste Nebenwirkungen, die passieren können. Und das in einem Alter, wirklich, ich rede von im Alter von 20 oder so. Ja. Im Prinzip gerade erst kein Teenie mehr und das Gehirn ist gerade mal so fertig. Und das Krasseste finde ich daran, dass halt wenig darüber aufgeklärt wird, dass es eine Einbahnstraße ist. Ja. Diese Antipsychotika und diese schweren Neuroleptika, die sind tatsächlich sowas wie eine Einbahnstraße. Ich habe das erste Mal richtig intensiv festgestellt, als 2020 kam eine junge Patientin zu mir, die war 25 zu dem Zeitpunkt, die hatte schwere Psychosen, Schizophrenie und Psychosen seit ihrer jungen Kindheit und war auf schweren Medikamenten. Und diese Medikamente haben dazu geführt, dass sie schwer zugenommen hat. Und das war dann so ihr primärer Leidensdruck, warum sie zu mir kam. Sie sagte, ich will die Medikamente absetzen, weil ich so zunehme. Okay, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, was können wir machen, dass wir versuchen können, die Medikamente abzusetzen? Hab verschiedene Psychiater in der Region angerufen und psychiatrische Kliniken und Oberärzte und habe gesagt, könnt ihr mich dabei unterstützen, eine junge Patientin von diesen Medikamenten zu befreien? Nein, geht nicht. Das ist kriminell. Die muss man ein Leben lang nehmen. Ich so, aber warte mal, was ist denn, wenn die ihr Leben reformiert, wenn die bessere Stoffwechselgesundheit bekommt, wenn das Trauma, das ursprüngliche Trauma, da ging es um Schmerz und Angst im Kontext mit der Mutter, wenn das ursprüngliche Trauma sich aufgelöst hat oder integriert wurde, ist es einfach so ein generelles 100%, alle müssen das nehmen? Ja. Das kann nicht sein. Dann bin ich ins Internet gegangen, habe gesagt, okay, wo sind Protokolle, die mir zumindest als Arzt helfen können, wie ich es absetze? Ich habe so gut wie nichts gefunden. Ich bin auf ein Protokoll gestoßen, da bin ich sehr dankbar für, von dem sogenannten Verein für soziale Psychiatrie, die sitzen in Köln. Die haben damals schon einen kleinen Leitfaden veröffentlicht für Ärzte wie mich, zur Unterstützung mit ein bisschen Know-how, wie man die verschiedenen Medikamente abdosieren kann. Und da habe ich die angerufen, meine so, wow, vielen Dank, ist ja großartig, dass ihr sowas macht. Könnt ihr mir einen Psychiater empfehlen, der mich dabei unterstützen kann? Nein, kennen wir nicht. Deswegen gibt es uns, hat sie mir erzählt. Also das ist auch ein Verein, könnt ihr euch mal anschauen, bin ich sehr dankbar, dass es ihn gibt. Mhm. Die setzen sich genau für sowas ein, ne? Verein für soziale Psychiatrie. Und mit Hilfe dieses Leitfadens und Ernährungsumstellung, Sonne, Kälte, und Purpose. Purpose, Umzug zum Vater, Tag-Nacht-Rhythmen, ist sie jetzt inzwischen 4 Jahre psychosefrei und medikamentenfrei. Okay. Hat abgenommen natürlich auch und der Fall so, von ja, ihr. Jetzt der spezielle Fall. Der spezielle genau. Fall, ne? Genau. Und wir haben ein langes Interview mit ihr gemacht, ihr könnt die selber reden hören, ist auf unserer Seite, auf unserem YouTube-Kanal, da erzählt sie davon. Da habe ich auch ein paar wissenschaftliche Daten zum Thema Antipsychotika, wo die Regenerationsrate ohne Antipsychotika höher ist als mit Antipsychotika, was irgendwie, weil, na, vor allen Dingen, man merkt, ich habe so oft quasi Begegnungen gehabt oder gesehen, Menschen oder, keine Ahnung, Fälle, von denen berichtet wurde, wo im Prinzip klar ist, dass die Ärzte, also die Neurologen oder Psychiater, selber nicht wissen, wenn sie verschreiben, was jetzt als nächstes passieren wird. Man nennt das dann die Person einstellen, und dann wird im Prinzip rumprobiert, bis diese Person irgendwie sagt, ja, jetzt geht's. Jetzt spüre ich irgendwie nichts Negatives mehr oder so. Und das ist halt eine sehr heiße Nummer. Also das ist so ein einziges, was soll schon schief gehen. Und man hört auch sehr, sehr viel davon, dass sich Menschen auf einmal, passiert dann doch irgendwas oben im Kopf und sie kriegen irgend so einen depressiven Schub oder eine Episode und bringen sich um. Also man weiß, diese ganze Schulmedizin auf dem Gebiet, Neurologie und Psychiatrie, man hat den Eindruck, mit den Medikamenten so richtig wissen sie eigentlich gar nicht, was sie tun. Und alles ist hochindividuell. Ja. Ja.
Es ist ein offener Joke der Psychiatrie, dass man quasi vier verschiedene Medikamentenklassen. Und das ist kriminell, ja. Vier verschiedene Medikamentenklassen einfach wild durchjonglieren kann durch vier verschiedene Erkrankungen. Antidepressiva bei Antipsychotika bei Depression etc. Ja. Das ist eine sehr, sehr krasse Trial-and-Error-Arbeit. Und ich will ein bisschen eine kleine Lanze dafür brechen, weil es geht im ersten Schritt darum, Fremdgefährdung und Eigengefährdung zu minimieren. Weil unter jemandem, der wirklich psychiatrisch schwer entgleist ist, ist die Gefahr der Eigengefährdung wirklich sehr, sehr real. Dass die Dinge machen, die sie sich selber und andere ihnen niemals verzeihen würden. Und Fremdgefährdung genauso. Und da sehe ich halt schon den Platz der Akutpsychiatrie, dass da halt auch Medikation eingesetzt wird. Aber es ist niemals eine langfristige Strategie. Und ich glaube, es kann keiner... Ja, und eben auch die Diagnosen. Ich habe mittlerweile, wie du eben sagtest, teilweise nach 10 Minuten Gespräch oder so, wird dann sowas verschrieben. Und das kann es doch irgendwo nicht sein. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Das finde ich nicht in Ordnung. Außer es ist eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung da. So, man muss es irgendwie zwangsmedizieren. Da bin ich dann schon an gewissen Punkten auch für, weil ich auch viele Fälle kennengelernt habe, denen so das Leben gerettet wurde, die danach dann sozusagen wieder zu sich kamen und so. Das hat seinen Platz. Aber so einem Menschen, der sich schlecht fühlt, der eine Herausforderung in seinem Leben hat, der sich nicht stellen möchte, nach 10 Minuten sowas zu verschreiben, und das halte ich für nicht gut. Und da frage ich mich halt, wie kommt es überhaupt dazu, dass es so viele Menschen gibt? Und jetzt, ich rede jetzt nicht davon, von welchen, die wirklich ein krasses Kindheitstrauma haben oder so, sondern die so relativ Larifari-mäßig oder random-mäßig diagnostiziert kriegen, weil sie einfach lost sind, dass sie eine Depression haben, und jetzt nimm das mal. Und da kann man dran anknüpfen und sagen, da gibt's vorher schon Institutionen, die man ja durchlaufen hat, wo man auch schon belogen wurde und auf den falschen Weg geschickt wurde. Zum Beispiel, wenn du eben sagst Keto, es fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass kein System dahinter steckt, wenn im Prinzip die ganze Agenda, alles, was man irgendwo von Regierung und Medien und Institutionen und Bildung irgendwie erfährt, dass man gesagt kriegt, dass im Prinzip tierische Proteine schlecht sind und schädlich sind. Also da steckt doch, das ist doch kein Zufall. Also für mich steckt da eine Agenda dahinter. Und die Agenda ist, wir möchten schwache Individuen haben. Psychisch und physisch schwache Menschen. Und dann geben wir denen die Pille. Und nicht Gerrit hilft ihnen. Ja, das ist aber auch ziemlich offen ausgesprochen, die Agenda. Also der Veganismus im Westen zum Beispiel, der hat ja begonnen mit Ellen G. White und John Harvey Kellogg. Also Veganismus im Westen hat gar keine große Traditionsgeschichte bis zu Ellen G. White und John Harvey Kellogg. Ellen G. White war in der Region von Minnesota, ich meine um 1880 herum, war sie eine junge Frau, die einen epileptischen Anfall bekommen hat und dann so eine Gottesvision bekommen hat. Und in dieser Gottesvision ging es darum, dass Gott ihr befohlen hatte, ihre Triebe zu zügeln. Und das geht vor allen Dingen dann über den Verzicht von Fleisch. Und warum das so gut dokumentiert ist, ist, weil sie halt Tagebuch geführt hat. Ja, weil Fleisch geil ist, ne? Das Interessante bei Angie White ist halt, dass sie Tagebuch... Triebe zügeln, geil, ey. Die hat Tagebuch geführt und die ist halt auf so Jagdtrips gegangen. Und dann war ich auf diesen Jagdtrips und da waren diese jungen Männer und dann, ja, und dann haben wir auch Hasen gegessen und dann ging es wieder mit mir durch und... Die hat ja, also gut. selber auch... Sharia fixes this. Die Frau gehört in die Höhle. Der Mann muss jagen gehen. Selber konstant diesen Konflikt gelebt. Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Also die ist immer wieder rückfällig geworden sozusagen mit der Libido und dem Fleisch. Und dann hat sie John Harvey Kellogg kennengelernt. John Harvey Kellogg ist halt... Kellogg's. Genau, ne? Gründer der Kellogg's Frühstücksflocken. Krass. Der hatte damals das Battle Creek Sanatorium. Da ging es darum, mit Frühstückszerealien die Libido... Zerealien. Die Libido von Kindern zu reduzieren. Also im Battle Creek Sanatorium war eine der kerntherapeutischen Hypothesen. Ach krass. Dass die Libido krank macht. Und da wurden Kinder halt ans Bett gefesselt, dass sie nicht onanieren und so. Und da wurden Cerealien halt eingesetzt, um die Libido gezielt zu drücken. Und John Harvey Kellogg und Ellen G. White... Also die Leute schlaff zu machen im Prinzip. Ja, genau. Literally. Dafür wurden sie eingesetzt. Ja. Und das ist alles gut dokumentiert, findet alles auf Wikipedia. Die beiden zusammen haben dann im Endeffekt diese Bewegung der sogenannten Siebter Tag Adventisten gegründet. Die haben dann Soja in den Westen importiert und die haben den Veganismus überhaupt erst in den Westen gebracht. Und dann wirst du weich im Kopf und der Körper. Die Siebter Tag Adventisten haben die Loma Linda Universität in Kalifornien gegründet. 9 von 10 Studien, die zeigen, dass die vegane Ernährung positiv wäre, kommen aus der Loma Linda Universität der Siebter Tag Adventisten. Und alleinig die Studien, die zeigen, dass die vegane Ernährung die Spermienqualität etc. senkt,
die kommen auch aus der Loma Linda, weil das ist ja ausgesprochenes Ziel. Es geht um die Reduktion von Libido. Das ist das Ziel. Krass. Das ist das Ziel der veganen Ernährung. Truth Bombs. Und klar ausgesprochen. Siebter Tag Adventisten, Ellen G. White, das ist gar nicht mal so crazy stuff. Und aus dieser Siebter Tag Adventisten ist dann die American Dietetic Association entstanden. 7 von 10 Gründungsmitgliedern waren Seventh-day Adventists. Und auch heute noch haben die eine sehr, sehr enge Verknüpfung. Harvard University und American Dietetic Association, sehr enge Verknüpfung mit Loma Linda und den Siebter Tag Adventisten. Und ich glaube, damit hängt auch dieses Bild zusammen, je höher die Energie bei Menschen ist, speziell bei Männern, es gibt ja auch so ein, nicht nur einen Krieg gegen die Familie, sondern auch so ein War on Men oder War on Boys, dass männliche Energie, dass die grundsätzlich böse ist, Testosteron ist böse, und wenn wir alle Männer irgendwie zu so, keine Ahnung, zu so veganen Schlaffis machen können, dann wird die Welt gut. Soyboys, Sojabuben, ne? Und dann, oder so, ne, dann bist du so als Typ halt so eine dicke Lesbe und dann bist du ungefährlich. Und dann bist du gut zu kontrollieren und dann gibt's kein Übel mehr in der Welt. Und das ist ja eine, das ist natürlich eine Abkürzung, die Gott und die Natur nicht erlauben. Also diese Menschen sind nicht weniger böse. Das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch wenn sie körperlich nicht gut in der Lage sind, diese Dinge durchzusetzen. Aber da kommen dann andere Sachen durch. Und das ist, aber da steckt Kalkül dahinter. Und du hast es gerade erklärt, wo das herkommt. Aber ich sehe das. Also komplett, da bin ich gerne auch Verschwörungstheoretiker. Ich denke auch unsere Regierung. Es ist ein Ding, ja, im Westen. Ich meine, es hat sicherlich mit den Siebter Tag Adventisten begonnen. So viel ist klar. Und es hat in einer gewissen Form auch ein paar Eigendynamiken entwickelt. Also ja. Was ich auch viel sehe, ist wirklich dieses Thema Inflation. Inflation bedeutet halt, ne, du hast eben auch schon Goldstandard angesprochen, seit 1971 hat sich der US-Dollar und der Euro quasi entkoppelt von darunterliegenden Werten, sodass im Endeffekt uns vorgegaukelt werden kann, dass wir reicher werden, obwohl wir eigentlich an Reichtum verlieren. Und das ist ja das große Konzept von Inflation. Die Geldzahlen, die Summen werden höher, aber wir kriegen weniger dafür, genau. Richtig, richtig. Und die Inflation zeigt sich halt einerseits im direkten Preis, wenn man einfach nur den Preis sich anschaut. Der zeigt sich aber auch in der Produktqualität. Ne? Da gibt es zum Beispiel gibt's ein paar schöne Beispiele, einfach die, wie der Big Mac einerseits teurer geworden ist, aber auch kleiner geworden ist. Ja. Camps Tomato Soup, teurer, aber auch kleiner geworden. Ne? Und das sind zwei Produkte, die schon sehr alt sind, deswegen eignen sie sich, um Inflation bemessen zu können. Es gibt aber ganz viele andere verstecktere Formen der niederen Produktqualität auf Basis von Inflation. Zum Beispiel Arzttermine. 1996 wurde die Gebührenordnung für Ärzte das letzte Mal inflationsadjustiert. 1996 hast du für eine 15-minütige Beratung 20,36 Euro bekommen. Was sich 1996 als Arzt noch total gelohnt hat, sich mit jemandem 15 Minuten hinzusetzen und den zu beraten. Mhm. Wenn du heute dafür 20,36 Euro bekommst, dann kannst du davon nicht mehr deine Familie ernähren als Arzt. Was dazu geführt hat, dass Ärzte immer kürzere und kürzere Termine haben. Heute gibt es in modernen Arztpraxissoftwares bei gesetzlichen Kassenpraxen schon 3-Minuten-Timer, die laufen, sobald der Patient reinkommt, weil es halt einfach danach kannst du kein wirtschaftliches Unternehmen mehr in Form einer Arztpraxis aufbauen. Also eine Form der versteckten Inflation ist, dass Arzttermine kürzer werden. Du hast also weniger Dienstleistungsberatung. Eine andere Form der versteckten Inflation ist, dass unsere Nahrungsmittel nährstoffärmer werden, dass unsere Böden nährstoffärmer werden. Also wir arbeiten viel mit Bauern zusammen, sind viel in der Kollaboration mit Bauern. Jeder Bauer kann ihr Lied davon singen, was Inflation mit der Bodenqualität macht. Und wir sehen, dass Magnesium, ganz viele andere Vitamine sehr viel weniger geworden sind, vor allen Dingen seit den 70ern. Ich sehe also eine Form von Inflation, versteckter Inflation da drinne. Und wenn du jetzt hingehst und als Regierungsinstanz sagst, dass die gesündeste Ernährung eine Ernährung ist, in der jeden Tag Fleisch vorkommt, dann werden dir die meisten Bürger einen Finger zeigen, weil sie sagen, das kann sich kein Mensch mehr leisten. Und dann würde es sehr viel offensichtlicher und klarer werden, Kalkül dahinter. Wie pleite eigentlich das ganze Land schon ist und wie viel Reichtum uns schon entraubt wurde seit den 70ern. Mhm. Dieses Element sehe ich auf jeden Fall auch dabei, vor allen Dingen, wenn es in so diese internationale Währungsfonds, Zusammenarbeit mit UN, die ja dann auch sowas wie Planetary Health Diet anfangen zu formulieren mit der WHO. UN, da kommen all diese Ideen her. Die eine Ernährung für die Welt, die, wenn man genau da reinschaut, ernährungswissenschaftlich, das ist eine nährstoffentarmte Nahrung. Das ist nicht zu empfehlen für Menschen. Und ich glaube, es hat sehr viele ökonomische Gründe. Und auch ökologische Gründe. Zum Beispiel gab es jetzt vor einigen Monaten ziemlich einen Aufschrei, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gesagt hatte, irgendwie Leute dürfen nur noch 20 Gramm Fleisch am Tag essen. Und dann wurde halt gefragt, und das war auch die Frage, die ich auch gestellt hatte, aber da hatte schon einer offiziell die Anfrage gestellt, auf welcher neuen
Studie basiert das. Und dann hat die DGE geantwortet, keine neue ernährungswissenschaftliche Studie, sondern ökologische Bedenken. Das heißt, da ist auf einmal eine Institution. Die Klima-Sci-Op, die Wetter-Sci-Op. Da ist, ja, ja. Das, da ist eine. Es hängt alles miteinander da zusammen. Da ist eine Institution, die unserer Gesundheit im Sinne der Nahrung verpflichtet ist, die aber auf einmal anderen Göttern dient. Ich sag nicht, dass das unbedingt. Man muss es einfach nur wissen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung uns nicht die Empfehlungen gibt, die am besten sind für unsere Vitalität und Gesundheit, sondern sie kalkuliert quasi für uns ökologische Aspekte mit rein. Ob die jetzt richtig sein mögen oder sie nicht, sind falsch. Bin ich auch ein großer ja, Skeptiker come on. Davon. Es ist ja alles Teil. Aber es fängt ja erstmal so an. Kriegt man die Leute herum. Man sagt ja, gut, vielleicht ist es nicht gut für dich, aber du rettest die Menschheit. Warum und ich das Planeten? Halt so sage, ist ja. Halt wegen den kleineren Stufen. Weil Wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Leute von der Straße nehme und ich komme allen mit direkt mit der Klimaszeit. Ja, aber wir sind hier unter uns. Okay, I get it. Aber deswegen bringe ich immer diesen Teil noch mit rein, weil es reicht zu verstehen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht unserer Nahrungsqualität dient. Sondern dass sie auch der Ökologie dient. Und das mag jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob ich der dann vertrauen darf, wenn die über Qualität von Nahrung sprechen dürfen. Also, ja, finde ich super interessant. Es ist, was sagst du dazu, dass, also nicht nur möchte man schwache Individuen haben und es gibt irgendwo all diese UN-Ideen, es stecken ja meistens neomarxistische Ideen dahinter am Ende. Und was glaubst du, es gibt gezielt auch, weil das ist ja auch eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien, gezielt auch die Idee, die Bevölkerung, die Weltbevölkerung quasi zu verringern. Also je weniger Libido, je schlaffer Krieg gegen die Familie, aber auch, ich pack's mal bei dem Krieg gegen die traditionelle Familie mit rein, eben Menschen auch so zu erschaffen, nicht nur ideologisch, sondern dass sie auch körperlich gar nicht mehr in der Lage sind, speziell Männer, überhaupt eine Familie zu gründen oder das zu wollen oder sich das zuzutrauen. Ich meine, Leute sprechen es doch klar aus, dass ganz klar gesagt wird, wir brauchen weniger Menschen auf diesem Planeten. Ja. Und wer das ausspricht, ist in meiner Einschätzung nach böse. Bill Gates und so weiter. Es gibt sehr viele verschiedene, die das aussprechen. Wer sagt, wir haben zu viele Menschen auf dem Planeten, das ist so ein krasses Werturteil. Und es stimmt auch nicht. Also Elon hat es neulich auch gesagt, es passen noch. Der Überzeugung bin ich auch. Ja, es passen noch ein paar Man drauf. Muss sich halt überlegen, zu welchen Handlungen führt denn ein solches Werturteil, zu sagen, es gibt zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und wir müssen jetzt handeln. Und dann, was heißt das zu Ende gedacht? Ja. Ne? Also ich traue niemandem über den Weg, der sagt, es gibt zu viele Menschen auf dem Planeten. Ich auch nicht. Ja, das Wasser hatten wir schon mehrmals, wo wir jetzt bei Ernährung schon so sind. Ich muss gestehen, ich mache viele der intuitiven Sachen schon sehr gut. Sonne, Kälte, rausgehen, mich bewegen, ich trainiere. Aber ich habe so ein bisschen, was Ernährung angeht, ist so ein bisschen meine Achillesferse, ja. Also ich lasse mich hier und da zu einem Croissant oder einem Donut hinreißen. Auch wenn ich sehr, sehr gerne Fleisch esse. Ich denke, das mache ich richtig. Aber Wasser, auch so eine Sache. Ich gönne mir auch hier und da eine Coke Zero. Wer mich kennt, weiß Bescheid. Und das sind Schwächen von mir. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Don't try this at home. Wasser ist aber auch ein großes Thema bei uns immer wieder. Was trinke ich jetzt hier gerade für ein Wasser? Ich könnte es mir fast schon denken, aber sag du es mir. Du trinkst Leitungswasser aus der Warnbachtalsperre. Ist nicht wahr. Ja. Du trinkst Leitungswasser, ich ja, komme nicht klar. Natürlich. Glaubst du nicht, dass es die Frösche gay macht und dass sie uns damit auch irgendwie kriegen wollen und kontrollieren wollen, dass im Leitungswasser Dinge drin sind, die nicht gut sind? Also man sagt ja immer, ja, das ist so toll kontrolliert und so weiter, aber ich glaube, nur für die Matrix. Ich glaube, jeder kann es selber einfach kontrollieren. Wir haben es ja hier kontrollieren lassen. Wir haben Schwermetalle und Hormonrückstände kontrollieren lassen. Wir haben keine. Was ist mit den Hormonen, genau? Jeder kann es für sich kontrollieren lassen. Also es ist tatsächlich real, das mit den Hormonen. Ich habe Anatomie an der Universität Göttingen gelernt und da hatten wir einen sehr, sehr coolen Professor, Herr Michael Schulte. Der war damals schon so Vorsitzender der Paläopathologischen Gesellschaft. Der wurde immer gerufen, wenn so Mumienfunde es gab. Und der hat uns damals Schädel gezeigt. Und er so, schau mal, hier ist ein Schädel aus den 50ern, 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, hatten so aus jedem Jahrzehnt quasi Schädel gezeigt. Und er so, was fällt euch auf? Und wir haben uns diese Schädel angeguckt und so, keine Ahnung. Und er dann so, schaut mal auf den Frontalknochen, also hier vorne den Knochen. Und wenn man den in der Dicke sich anguckt, sieht man, dass der Frontalknochen dicker geworden ist über die Jahrzehnte.
Und er hat uns damals schon erzählt, das ist jetzt ein bisschen mehr als fast schon 10 Jahre her, über 10 Jahre her, hat gesagt, das ist die direkte Folge, dass das seit den 50ern ist, auf Basis der Antibabypille im Wasser. Ne, also die Antibabypille im Wasser, dass die da ist, ist absolut real, ist absolut klar, das streitet niemand ab. Frauen nehmen das, pinkelt's aus, dann ist es da. Werfen's in die Toilette. Gib mir gerne noch deine Thoughts zu dieser Antibabypille. Ich glaube, das ist auch Teufelswerk. Antibabypille ist krebserregend und erhöht das Suizidrisiko. Und das ist eine offiziell beschriebene Nebenwirkung. Also auch auf der jungen Frau. Auf der WHO-Liste der krebserregenden Substanzen ist die Antibabypille drauf. Mal abgesehen davon, einem Teenager schon im Prinzip diese Hormonbombe zu geben. Und wir wissen ja, bei Frauen ist alles noch mehr emotional irgendwie connected. Das ist doch auch Teil der Matrix. Das ist doch auch Teil der Kontrolle. Also einerseits, die Boys werden irgendwie schwach gemacht, aber die Girls ja auch. Also und die Antibabypille ist meiner Meinung nach, war so mit der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, wo wirklich auch Frauen es wurden Frauen ganz fadenscheinige Optionen gegeben, um sie dann aber hinterher selber wieder zu kontrollieren. Also damit der Staat sagen kann, du musst keinen Mann finden, du kannst doch mich heiraten, den Staat. Wir machen dich stark und unabhängig und vielleicht kaufst du dir irgendwann noch einen Hund und den Rest übernimmt das Pflegesystem und dann nimm diese Hormonpille und sei irgendwie lost. Also das ist echt auch so ein Ding, was ich mir überlegt habe. Was sind deine Thoughts dazu? Es ist ziemliche Vermessenheit von uns Menschen zu glauben, wir könnten in dieses System eingreifen, ohne halt Nebenwirkungen zu kreieren. Ne? Und also die Hormone, das macht was das mit Frauen. Das wird ja häufig so steril behandelt, so von wegen, nimm das einfach, dann hast du weniger Akne oder nimm das einfach, dann kriegst du dann keine kannst Kinder. Du frei aber, sein. Dann bist du frei. Aber natürlich das Nebenwirkungen und damit meine ich halt nicht nur Übelkeit, Krebs, Suizidalität, genau. Sondern damit meine ich halt diese ganzen subtilen Nebenwirkungen. So. Genau. Was ist, wenn du dich unter der Antibabypille in einen Mann verliebst und dann setzt du irgendwann die Antibabypille ab? Liebst du ihn dann noch? Also da gibt es große Zweifel dran. Hormone, Gefühle, das meinte ich. Genau. Bei Frauen. Die sind jetzt quasi nicht so wissenschaftlich etabliert, aber ich sehe auch, dass da was dran ist. Es macht was mit jemandem, ja. Total, es macht richtig was mit einem. Also alle Frauen berichten doch auch, dass wenn sie die Pille absetzen, dass sie eine ganz andere Beziehung zu sich und ihrem Körper und auch zur Weiblichkeit und auch zur Männlichkeit auch wieder aufbauen. Man sagt, auf der Pille mögen sie lieber den Sojabuben, und ohne nicht, ist was ja so? Sinn machen würde. Ja, doch. Habe ich mehrmals schon gehört. Es macht im gewissen Maße Sinn, ja. Es macht Sinn, weil ich glaube, sie simuliert irgendwie, die Antibabypille simuliert kurz, dass du schwanger bist oder so. Ne? Mhm. Zumindest auch emotional. Mhm. Also der Körper sagt, es ist, du musst nicht. Ja. Ne? Und das wirkt sich sehr auch auf den emotionalen Zustand der Frauen aus. Und wenn sie das sind, wollen sie natürlich nicht einen wilden Mann neben sich, der vielleicht durchbrennt oder so, sondern einen, der brav ist, der zahm ist, der irgendwie an ihrer Seite bleibt und der einfach zu kontrollieren ist. Mhm. Ja, und das sind dann die. Und wenn sie es absetzen, dann wollen sie natürlich eher, der Körper möchte dann was anderes und die Emotionen. Und das ist dann eben das, was du gesagt hast. Oft setzen sie ab und dann lieben sie ihren Partner nicht mehr. Mhm. Weil sie dann nach einer anderen Art Mann gucken. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe deshalb so viele Beobachtungen dazu, weil meine Frau hat ein Buch geschrieben zum Absetzen der Antibabypille. Okay, wie heißt das Buch? Das heißt Raus aus dem goldenen Hormonkäfig. Ist im Pflaum Verlag, auf Amazon erhältlich. Genau, das ist ein sehr guter Titel. Da ist ja schon viel drin. Ja, und die Grundthese darin ist halt, dass die Pille ein hormonelles Make-up ist. So, es gibt ein paar Probleme, die vielleicht entstehen können. Man hat vielleicht ein bisschen Pickel, wenn man 15, 16 ist. Und dann wird die Pille ja häufig so verschrieben, so von wegen, hey, ist wie Make-up sozusagen. Genau, ne? Dafür ist es nur da. Genau, aber das Ding ist halt, dass sich unter diesem Make-up die Probleme immer weiter entwickeln. Und deswegen fällt das Absetzen für viele auch so schwer. Bei jeder Pille. Genau, da gab es halt zu der Zeit, wo das Buch rauskam, das war ein ganz gutes Timing, gab es dieses Germany's Next Topmodel, die Kandidatin, die halt und die hat ihre Pille abgesetzt Mitte 20 oder Ende 20, hat halt unglaubliche Akne bekommen. Die ist dann auch durch Spiegel TV und so getourt. Weil das ist halt das, was vielen Frauen passiert. Es ist gar nicht mal so einfach, die Pille abzusetzen, weil Rebound-Depressionen, Übergewicht, Akne. Also, und dann trauen sich die Frauen nicht. Oder Haare fetten erstmal komplett zu. Ja. Aber das kann man managen. Also finde ich auch kriminell. Wie gesagt, also nicht nur die Neuroleptika. Ganz jungen Menschen, wirklich teilweise Teenagern, schon diese
Pillen zu geben, die so eine krasse Auswirkung auf den ganzen Organismus haben und auf die Emotionen, das ist... Na, ich bin nicht komplett gegen diese Medikamente, aber ich bin voll gegen diese Smarty-Mentalität, gegen diese Selbstverständlichkeit, mit der diese Dinge über die Ladentheke gehen, ohne Aufklärung, ohne Kontext. Und wie gesagt, ganz junge Menschen, die noch gar nicht richtig, die noch gar nicht so richtig sich selber kennen. Ja. Ja? Und da schon so im Prinzip die Matrix da schon so rangeht und sagt, wir kontrollieren es jetzt und wir geben dir die Pille und du, und ob du wiederkommst und ob du sie dir nochmal verschreiben lässt. Und ja, wenn sonst noch irgendwas ist, sag Bescheid, wir geben dir was. Und das ist nicht die gute Message. Also die Message ist, Etavox hören und ins Mojo-Institut gehen. Oder einfach selber mal rausgehen. So. Ja, voll. Ja. Das Wasser. Ja, weil da gibt's ja auch sehr viele. Also wir sind da mittlerweile so auf dem Stand, intern Mondquelle kaufen am besten. Hinten der Barcode muss mit einer liegenden 8, also so psycho sind wir unterwegs. Was heißt das? Also der Barcode, da gibt's ja auch so... Was, Mondquelle ist ein Produkt oder was? Es ist ein Produkt, gibt's auch bei Flaschenpost und so weiter. Okay. Ist ein sehr esoterisch angehauchtes Wasser, sage ich mal. Okay. Und die sagen, das ist mit der richtigen Energie aufgeladen. Ich kenne auch Leute, die legen Kristalle noch rein oder... Ja. Machen sonstige Sachen. Ich sag mal so, schaden kann's nicht. Ich weiß, du bist ja auch offen für alles. Total. Und ich verkürze es jetzt mal sehr. Ich bin in dem Wassergame nicht so ganz drin, aber ich bin interessiert. Aber Leute, die ich kenne, sind da ein bisschen tiefer drin eingetaucht. Und wie gesagt, der Barcode, auch sehr schlechte Energie, gibt der, manche sagen, der Satan steckt dahinter. Ja. Und dann die Mondquelle oder diese Laurentinus oder so heißt, glaube ich, die Firma. Ja. Die bringen mehrere Wasser raus. Die machen eine liegende 8, das Unendlichkeitszeichen über diesen Barcode, damit du sicher bist. Okay. Du, wie gesagt, ich sag mal so, es kann nichts schaden, ne? Ich bin da sehr offen zu. Also ich bin vor ganz früh, eigentlich noch während meiner Schulzeit, bin ich halt auf diese Untersuchung von Masaru Emoto gestoßen. Das war der, der das Wasser hat eingefroren und dann hat er sich die Kristallisierungsstrukturen angeguckt, wo er dann festgestellt hat, dass wenn ich ein Herz oder ein Unendlichkeitszeichen auf das Wasser draufmale, siehst dass du, es, du halt kennst es symmetrisch und schön kristallisiert und wenn ich dann böse Symbole oder Heavy Metal oder so spiele, dann kristallisiert es halt nicht so schön. Das hat mich schon sehr, sehr früh sehr, sehr geprägt. Also du bist doch schon auch ein bisschen offen für solche Sachen, weil ich denke... Ich bin nicht nur offen, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Frequenzen Materie prägen. Also ohne Frage. Es gibt ein sehr geiles Buch von Itzhak Benthoff, ist ein Physiker, der sehr geil in seinem Buch beschreibt, wie genau Frequenzen Materie prägen. Das ist ein physikalisches Grundprinzip, wie auch unsere ganzen Zellen formiert sind. Und ohne Zweifel... ob das jetzt aber, wo ich so ein bisschen aussteige bei dem ganzen Wasserthema, ist halt, sobald es halt den Menschen aus der Hand genommen wird, indem halt zum Beispiel erzählt wird, man muss halt dieses genaue Produkt oder man muss diesen Filter ihr könnt kaufen, so. Was ihr wollt. Ihr könnt es auch selber aufladen, ne? Und irgendwie aufbereiten. Was also das Beispiel geht machen, auch. Es muss nicht Mondquelle sein. Ich krieg nichts von Mondquelle. Genau, das kann ich sagen, was wir machen. So, wir haben Glasflaschen, weil Plastik ist auf jeden Fall real, ne? Also Mikroplastik rein. Das sind viele Gramm, die man pro Jahr in Mikroplastik auflädt, wenn man aus Plastikflaschen trinkt. Und das ist sehr, sehr schwer, aus dem Körper zu entgiften. Also Glasflaschen sind schon mal hilfreich, vor allen Dingen, wenn es an die Sonne gerät. Also an der Sonne schmilzt Mikroplastik nochmal richtig ins Wasser rein. Ne? Also Glasflaschen ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Dann stellen wir das, das wirst du vorne in der Küche sehen, da ist so ein Aufsetzer, der ist blau. Warum ist er blau? Weil blau das Wasser auf eine spezielle Form ionisiert und das schmeckt man dann auch. Wenn man das nicht macht, schmeckt das Wasser ein bisschen kantiger. Und wenn man das macht, du kannst gleich gerne mal den Links-Rechts-Vergleich machen, dann schmeckt das Wasser fülliger und strukturierter, wie man auch so sagt. Ne? Das ist also das, was wir auch machen. Dann stelle ich das Wasser immer gerne an die Sonne, weil Sonne dem Wasser auch Struktur gibt. Und das kann ich natürlich, mag's gern kalt, aber... Das kann ich mit einer Plastikflasche auch nicht machen. Okay. Und dann, wo ich sehe... Also du lädst es schon auch so ein bisschen auf. Ja, mit voll. Energie. Ja. Wasser muss auch wirbeln, das ist auch immer wichtig. Also am besten, wenn man es irgendwie durch so eine Brunnenstruktur oder am besten direkt aus der Quelle natürlich, wenn es wirbeln kann, das ist ein Element, was wir halt noch nicht drin haben, wie wir mit Wasser umgehen. Du bist auch drin. Ja. Also es ist jetzt nicht einfach nur aus dem Kran. Nein, aus dem Hahn, aus dem Kran, aus dem Hahn. Naja, schon, aber das ist immerhin. Aber er hat schon noch was damit gemacht. Ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn Gerrit einfach sich so...
Nee, du hast ja schon Gedanken wir machen dazu. Da, wir machen da keine irgendwie so eine riesen Science draus. Also so, ja, jeder hat ja so sein Ding. Ja. Ich bin eben einfach interessiert an. Was ich halt bei Wasser wichtig finde, was die meisten Leute verkacken bei Wasser, ist der Elektrolytgehalt, die Mineralien. Okay, ne? Also wir reden über Magnesium, Calcium, Natrium, Chlorid und so. Mhm. Das sind die Mineralien. Das sind so die mineralischen, materiellen Bestandteile, die in Wasser sind, die für unseren Körper absolut entscheidend sind. Unser Körper ist eine Batterie. Tatsächlich ist unser Körper eine Batterie. Es ist so, dass an unserer mitochondrialen Membran eine Spannung entsteht, die beträgt etwa 16 Millionen Volt. Das ist mehr als ein Blitz, wenn du es auf Spannung pro Fläche beziehst. Und in jeder unserer Zellen gibt es 1000 dieser kleinen Lebewesen, dieser Mitochondrien. Und jeder hat diese Spannung wie ein Blitz, die Energie für uns herstellt. Und diese Spannung muss halt kreiert werden. Wenn diese Spannung, wenn Mineralien halt fehlen, kann dieses Spannungsgefälle nicht aufgebaut werden. Wenn uns also Natrium, Kalium, Chlorid, Magnesium, also diese Elektrolyte, wie man so sagt, wenn uns die fehlen, dann können unsere Zellen keine Spannung, kein Volt aufbauen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Mangel für sehr viele Menschen, weil die meisten Menschen trinken halt Wasser, entweder Leitungswasser oder auf 1000 Osmosefilter vielleicht noch alle anderen Mineralien durch Osmosefilter komplett rausmineralisiert. Dann hast du quasi nur destilliertes Wasser. Und dann trinken die das Wasser. Das ist in dem Moment dann halt hypoton, so nennt sich das. Es hat also weniger Mineralien, als der Körper sie hat. Ich trinke dieses Wasser und damit entmineralisiere ich meinen Körper und klaue meinem Körper mit der Zeit immer weiter Elektrolyte und unsere Zellen können immer weniger und weniger diese Lebensspannung aufbauen. Was wir halt brauchen, ist Wasser, was genauso viele oder ein bisschen mehr Mineralien hat, als unser Körper das hat. Das heißt, da muss Magnesium, da muss Kalium, da muss Natrium drin sein, da muss Chlorid drin sein. Ne? Und dann brauche ich auch nicht so viel Wasser. Also zum Beispiel... Ist das auch ein Mythos, dieses, man muss so und so viel Wasser... Ja, pass auf, hier ist der größte Fehler. Okay, der größte, Alter, bin ich auch Fan von. Freunde von mir sagen auch immer ganz viel trinken. Nein, klar, die trainieren auch viel, ich sage auch, eigentlich die Natur, dein Körper, sagt dir doch. Ja. Er sagt dir doch, wenn also du größte, hast, trink... Der größte Fehler ist, 4 Liter Wasser, was Mineralstoff entarmt ist, weil es durch einen Osmosefilter gegangen ist oder weil es nur aus der Leitung kommt und nicht zugesalzt wurde... Ist 4 Liter mineralstoffentarmtes Wasser in kleinen Schlücken über den Tag trinken. Damit ruinierst du deine Zellfunktion. Und dann noch Soja. Ciao. Was das Wasser angeht, das Beste, was du machen kannst, ist, du machst dir auf 1 Liter Wasser, machst du dir eine kleine Prise Salz, kleine Prise Kalium und dann hast du schon mal ein isotonisches Wasser. Vielleicht eine kleine Prise Magnesium, je nachdem, wie viel Aufwand du betreiben willst. Es gibt Produkte, ich habe mit denen nicht viel zu tun, aber ich mag Magnesium, das Produkt. Jeden Tag. Salzmische.de, sowieso. Die produzieren zum Beispiel sowas. Kleine Prise rein. Dann hast du 1 Liter Wasser, vielleicht 2. Mehr brauchst du über den Tag nicht. Und das trinkst du nicht in kleinen Schlücken über den ganzen Tag, sondern am besten ziehst du es komplett weg. Wir haben es jetzt hier 1 Liter innerhalb von 1,5 Stunden oder so weggezogen. Ist schon ein bisschen zu langsam. Eigentlich hätten wir vorher das komplett wegziehen können und gut ist. Und das nennt sich intermittierendes Trinken. Und das zeigt gerade, gibt es wissenschaftliche Evidenz, wie das Depressionen helfen kann. Okay, erzähl. Und Autismus. Also das ist einfach Teil davon dann. Ja. Also wie ich ja eben immer auch gesagt habe, immer sage, es ist halt multifaktoriell, ja. Das mit den Depressionen. Ja. Und das sind halt alles Stellschrauben. Ja. Und je mehr man davon macht, desto besser geht's weg. Aber sie sind alle machbar. Ja. Durst ist ein wichtiges Lebenselixier. Hunger ist ein Lebenselixier, Durst ist ein Lebenselixier, Kälte ist ein Lebenselixier und Durst ist halt auch ein Lebenselixier. Mein Mentor, Dr. Leo Preumboom, der erzählt immer die Geschichte von dem Wasserloch. Jeder kennt vielleicht das Bild von dem Wasserloch in der Savanne, wo der Löwe und das Zebra nebeneinander am Wasserloch sind und trinken. Mhm. Wie kann das sein, dass Räuber und beide so ein Durst, Jäger und Gejagter Durst nebeneinander. Durst ist schlimmer als Heimweh, ja? Durst macht friedlich. Und das liegt daran, dass Durst zur Ausschüttung von Oxytocin führt, das Kuschelhormon. Man ist ruhiger, friedlicher und zufriedener, wenn man durstig ist. Okay. Und deswegen ist halt diese Idee intermittierendes Trinken, die hat sich so etabliert und es wird da therapeutisch teilweise schon wirklich bei auch Autismus eingesetzt, dass man einfach sagt, man verzichtet auf Wasser. Boah, krass. Und trinkt nur in ganz kleinen Fenstern. Und dann, ja, okay. Ja, man kennt es ja vom Fasten sonst so, ne? Ja. Ja, das aber ist Wasserfasten dann halt heißt trinken, das dann. Ja. Also, ich habe vielleicht noch so 1-2 Fragen, die da so ein bisschen dran anknüpfen und dann kriege ich, glaube ich, vielleicht noch eine ganz gute Überleitung zur Spiritualität hin, die wir ja gerade vielleicht schon so ein bisschen angekratzt haben. Ja. Also es hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ich gucke mal hier, weil es ging um Supplements. Ne? Haben mehrere Leute was zugeschrieben. Wie gesagt, die waren froh, dass ich wieder bei dir bin. Ich bin seit längerer Zeit an allen möglichen Adaptogenen interessiert. Also Ashwa, Tongkat Ali,
Macker, das ganze Wurzelzeug eben. Lese aber nie irgendwelche Studien, mache immer nach Gefühl. Wäre interessant zu wissen, was der deutsche Huberman dazu sagt. Adaptogene ist eine Pflanzenklasse, die es auf jedem Kontinent des Planeten gibt. Und das ist eine Pflanzenklasse, die vor allen Dingen in sehr schwierigen Regionen wächst. Also da, wo es extrem kalt ist oder extrem hoch oder so. Und die produzieren halt Substanzen. Das sind sozusagen die Antistresshormone dieser Pflanzen. Mhm. Und das ist das, was wir dann die Adaptogene nennen. Und die Adaptogene haben eigentlich Größe erlangt, so in der Sowjetunion der 50er, 60er, vor allem im Leistungssport der Sowjetunion, weil man festgestellt hat, wenn man die Adaptogene konsumiert, dann kann man Stressphasen, vor allem intensive Trainingsphasen, länger tolerieren. Das heißt, man ist sozusagen resilienter oder widerstandsfähiger gegen Stress. Und der Wirkmechanismus der Adaptogene ist vielfältig, aber ein großer dieser Wirkmechanismen ist, dass die Stressrezeptoren wieder sensibilisiert werden. Die Adrenalinrezeptoren kommen wieder hoch. Das heißt, wir werden sensibler gegenüber unseren eigenen Stresshormonen, mhm, und brauchen deshalb weniger Stresshormone. Das heißt, man kann sozusagen stressige Phasen mit chronisch niedrigen Cortisol-Leveln oder chronisch niedrigen Adrenalin-Leveln meistern, weil man mehr Rezeptoren hat. Das heißt, die Rezeptorendichte von Cortisol- und Adrenalinrezeptoren steigt. Das sind die Adaptogene und die gibt es auf jedem Kontinent des Planeten. Im indischen Raum ist es viel das Ashwagandha, im europäischen Raum ist es viel der Rosenwurz oder Rhodiola, im asiatischen Raum ist es das Ginseng, im südamerikanischen Raum bin ich nicht so bewandert, was da so die primären adaptogenen Pflanzen sind. Also das sind im gröbsten... Also du sagst nicht, es ist jetzt, weil manche sagen, das bringt nichts, Placebo, du sagst, es ist wirklich a thing, ja, messbare Wirkung. Ja. Gut. Und auch sehr alte Forschung, also da muss man gar nicht mehr irgendwie neu reingucken, sondern es ist... Genau, Rosenwurz hat er hier auch noch genannt gehabt. Adaptogene sind nichts für die Daueranwendung. Also so Ashwagandha oder Rhodiola in der Daueranwendung nicht. Das ist dafür da, um aktuell stressige Phasen besser tolerieren zu können. Ich hörte mal sogar auch gut für den Testospiegel, aber ja, weiß ich nicht. Ja, ich meine, Stress senkt Testo, ne? Und ja, wenn du halt mit Adaptogenen besser da durchkommst, hast du weniger Effekt auf so Testo. So hängt das zusammen. Ja. Dann noch eine anknüpfende Frage. Allgemein Meinung zu Supplements, snacke selbst sämtliche Vitamin- und Co-Pillen, hadere aber damit, weil es irgendwie auch Instant Gratification ist, könnte bis auf wenige Ausnahmen auch einfach gesund kochen. Kann nicht gut sein, als Morgenritual erstmal 6 bis 8 Pillen zu fressen, sagt hier einer. Das ist so die generelle Frage, können wir über nur Nahrung alle Vitamine und Nährstoffe bekommen, ja? Oder supplementmäßig, genau, irgendwie. Ja, genau. Und was hältst du davon? Was sind so deine Top 3 Supplements? Magnesium. Hm? Dann kommt lange nichts. Ja. Mache ich jeden Tag 2. So Kapseln. Und dann kommen so, je nach Ernährungsform. Wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht gerade Carnivore ist oder jeden Tag Fleisch isst, dann die B-Vitamine. Aber isst Fleisch. Wenn jemand jeden Tag Fleisch isst und Eier, dann sind die B-Vitamine wahrscheinlich nicht so der Mangelfaktor. Vielleicht Vitamin B1, wenn er nicht viele Nüsse isst und so. Aber es kommt ein bisschen auf die Ernährungsform an. Aber Magnesium ist so gut wie für jeden hilfreich. Also Magnesium, Sonne, Kälte, Fleisch. Ja. Jo. Hier knüpft auch noch einer dran an kurz. Ich glaube, dann haben wir die auch so durch. Einer schreibt hier, also das Letzte, was ich zu NMN, was ist das denn nochmal? NMN ist eine Vorstufe von dem NAD Plus, was ich mir gerade als Infusion gegeben habe. Ah, okay. Und das ist das NAD Plus, was ich als Infusion mir gegeben habe, das ist oral nicht gut verfügbar. Also das Verstehe. Kann man oral nicht gut verstoffwechseln. Und da hat sich dieses NMN etabliert als Vorstufe, um dann im Körper dieses NAD Plus produzieren zu können. Ah, okay, weil einer schrieb hier, also das Letzte, was ich zu NMN gelesen habe, ist, dass es mindestens kontrovers ist. Ja. Vor- und Nachteile sehr schwierig zu belegen. Hier eine Studie beispielhaft. Okay, mein Superfood ist getrocknete Blaubeeren. Trinke morgens immer Wasser mit frischer Zitrone, mindestens 1 Liter. Keine Ahnung. Trotz dazu, schlecht ist es bestimmt nicht. Also aber das waren so das Problem mit diesem NMN, dass viel der Forschung halt aus einem Haus kommt, nämlich aus dem Haus David Sinclair. Und deswegen gibt es da große Zweifel dran, ob das wirklich was ist oder ob es nur Produktmarketing ist oder so. Aber du bist Fan. Ich nutze es nicht, nee. Nee, aber du meinst, das ist die Vorstufe zu dem, was du jetzt... Ich gebe es mir halt Infusion ab und zu. Ah, okay, genau. Ja. Bienenpollen. Die sind gut. Jeden Morgen einen großen Esslöffel Bienenpollen in ein bisschen warmer Milch auflösen. Ist ein natürliches Testosteronbooster. Okay, gut. Merke ich mir. Und Winkos Frage haben wir hoffentlich auch beantwortet damit. So, das Spirituelle. Wenn du noch ein bisschen Lust hast. Mhm. Weil ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ja so ein bisschen... Pinienpollen, ich habe Bienenpollen gesagt. Pinienpollen. P-
Okay, ja, das ist aber ein großer Unterschied, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? Pinienpollen, alles klar. Ich habe das gerade schon so ein bisschen genannt oder benannt, als wir so ein bisschen über das esoterische Wasser geredet haben. Kristalle rein, die liegende Acht und so weiter. Ne? Du hast selber auch ein bisschen was zu Musik gesagt. Ich muss sagen, ich war immer schon offen für Spiritualität. Als ich ein jüngerer Mann war, hatte ich es komplett abgelegt mal zwischendurch. Beziehungsweise, es wird uns ja auch abtrainiert. Es wird uns gesagt, das ist nicht vernünftig. Das ist nicht die Wissenschaft. Es gibt keinen Gott. Du hast doch den Staat. Verlass dich da drauf. Du brauchst das alles gar nicht. Du brauchst kein Leben nach dem Tod. Aber, also, so richtig endgültig radikalisiert hat mich diese ganze Lockdown-Tyrannei und diese ganze Clown-Grippe. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe da viel angefangen, drüber nachzudenken, was gibt es noch? Also, was ist vielleicht noch nicht wahr von dem, was sie uns erzählen? Weil diese ganze Corona-Geschichte war für mich sehr eindeutig. Und dann fängt man natürlich an zu überlegen, was gibt's noch? Was könnte die Matrix noch ärgern? Und da kommt man schnell auch so ins Spirituelle irgendwie so rein. Und du hast auch schon so Sachen gesagt, eingangs wie, nee, du hast jetzt nicht, was hast du gesagt? Also sowas wie Chiropraktik oder so. Da gibt's ja auch viele Leute, die daran zweifeln, ne? Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist im Prinzip wieder Mind-Body-Connection. Ich denke, viele dieser Dinge sind zumindest interessant und man könnte Spaß damit haben und man muss nicht so allergisch drauf reagieren. Ich glaube, dass viele Menschen, die allergisch drauf reagieren, auf diese Themen, Esoterik, nenn's wie du willst, die haben einfach nur Angst, dass sie, dass irgendetwas, was sie außerhalb von dem, was ihnen der Staat sagt, eine Bedeutung haben könnte und dass damit auch ihr Verhalten eine Bedeutung haben könnte, außerhalb von dem, was sie so vorgesetzt kriegen. Und ich sag mal, ob es viele Dinge gibt oder nicht, spirituelle Phänomene, einfach die Offenheit dafür oder daran interessiert zu sein oder es mal durchzuspielen und damit Spaß zu haben, alleine das kann einem schon ein gutes Gefühl geben. Und wenn man etwas glaubt und wenn man oben spirituell irgendwie was passieren lässt und ich sag mal den Geist irgendwie stabil kriegt und da auch eine Purpose hat und da etwas, es etwas gibt, was wirklich etwas bei einem bewirkt, weil es, und das ist rein mental oder spirituell, dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, es kann nicht schaden. Um es jetzt mal so verkürzt und einfach wie möglich auszudrücken. Und nach oben ist ja dann alles offen. Also was dann noch passieren kann, religiös oder wie man es auch immer nennen will, ist ja dann, also ein gesunder oder ein stabiler Geist, der an etwas glaubt, an etwas Positives, finde ich, ist wichtiger und kann mehr helfen als die nächste Pille. So. Ja. Esoterik ist der Blick nach innen und Exoterik ist der Blick nach außen. Ich habe als Jugendlicher ein Buch gelesen, das heißt das Tao der Physik. Und das hat mich auch sehr geprägt, weil da geht es darum, dass High-Level-Physiker, Niels Bohr, Albert Einstein, je mehr sie den Blick nach außen gepflegt haben und an die Grenzen des Wissbaren gelangt sind, desto spiritueller sind sie geworden. Mhm. Und die Leute, die die ganze Zeit den Blick nach innen gepflegt haben, sagen wir eher so die asiatischen Kulturen, sind zu den gleichen Erkenntnissen gekommen. Mhm. Und Niels Bohr hat ein berühmtes Zitat, wo er gesagt hat, was mich an meinem Job halt stört, dass ich sitze 25 Jahre lang in so einem Labor, nur um zu einer Erkenntnis zu gelangen, die ein Typ vor 4000 Jahren auf dem Stein im Himalaya schon hatte. Und je weiter wir an die Limits des Wissbaren gelangen, desto mehr erkennen wir, dass die Dinge das Gleiche sind. Und wenn du halt, egal wen du in welchen Bereichen des Lebens nimmst, ob es jetzt esoterisch geprägt ist oder exoterisch, wenn der an die Limits geht, konstant, dann wirst du diese beiden Leute an den Tisch setzen können, die werden sich wunderbar unterhalten können. Mhm. Weil es sich dann irgendwann wieder zusammenschließt. Und ich glaube, den Blick nach innen und nach außen zu pflegen, beiderseits, ist nur vernünftig. Warum soll ich auf eine Seite nicht hinschauen, wenn sie offensichtlich abtastbar ist? Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man in beide Richtungen falsch abbiegen kann, indem man halt den einen Blick ignoriert. Nehmen wir mal das Beispiel dessen,
dass man nicht mehr den Blick nach innen wendet, dann fühlt man sich irgendwann leer. Dann sitzen die Leute in meiner Praxis, sagen, ich bin nur noch die Hülle meiner selbst, ich funktioniere nur noch, ich fühle mich leer. Genau. Okay, dann frage ich, wo bist du denn und wer ist denn in dir? Wenn du nicht bei dir bist, wer ist denn in dir und wo bist du? Wenn du dich leer fühlst, was ist dann in dir? Also man hat ja diese, wir reden ja mit diesen Floskeln. Und da hilft natürlich ein Blick ins Innen. Und das ist der esoterische Blick. Wie weit man den dann jetzt pflegen möchte, ist ja jedem selber überlassen. Die Vera F. Birkenbiel hat da einen richtig geilen Spruch. Die sagt, nicht jeder muss den Weg der Erleuchtung gehen, aber der Weg der Erleichterung ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Und man kann halt für sich den kleinen Weg der Esoterik gehen. Und das ist der Weg der Erleichterung. Und diese Vehemenz, mit der die Institutionen uns diese Spiritualität ausreden wollen, die finde ich eben schon verdächtig. Ja, ich meine, so brauchst du nicht. Es ist absurd. Es ist und dann aber eine innere Leere ist da. Ja, natürlich. Es ist völlig absurd, das auszuschließen. Jeder, der mit irgendwem mal eine Stunde am Lagerfeuer sitzt und dann verneint, dass wir von hinter unseren Pupillen scheinbar durch diese Körper nach draußen blicken. Also bitte. Ich bin auch Simulationsfan und so weiter. Ne? Ich denke halt, hier geht noch was anderes ab. Hier geht auf jeden Fall noch was anderes ab, als das, was wir einfach nur so sehen. Aber gut, das bin nur ich. Aber ich meine, wir sind von den Bäumen runtergekommen und dann haben wir irgendwann angeblich Atombomben erfunden. Und und dann haben wir Maschinen erfunden, die stärker sind als wir. Und dann haben wir Da würde ich gerne noch anschließen. Ja. Ich will nur noch den Punkt zu Ende bringen. Gerne, gerne. Dass auch der reine Blick in die Esoterik und das Ignorieren der Exoterik auch ein Problem ist. In der Medizin sagen wir dazu Spiritual Bypassing. Das ist eine nicht so seltene Sache, gerade in den letzten 2-3 Jahren, die ich beobachte, weil viele Leute sich in die Esoterik dann geflohen haben, weil es im Außen ein paar Dinge gab, die zu unangenehm waren, um sich dem zu stellen. Genau. Einige der Realitäten in der Gesellschaft, ob es jetzt wirtschaftliche Realitäten sind, familiäre Realitäten, soziale, politische Realitäten, Krieg, manchmal wurde es zu schwer für Leute, etwas zu ertragen. Genau. Und dann fliehen sich Leute halt auch in die Esoterik. Und das geht genauso. Okay. Ich sehe halt sowohl Leute, die sich in die Exoterik fliehen und den Blick in die Esoterik nicht mehr zuwenden. Ich sehe genauso Leute, die sich in die Esoterik fliehen und nicht mehr in die Exoterik blicken. Fair. Ne? Der Punkt ist, ich glaube, staatlich enabled oder neomarxistisch enabled ist dieses, tu das nicht. Guck, sei gar nicht spirituell, weil sonst kommst du nur auf dumme Gedanken und wir geben dir alles, Religion, was du brauchst. Ist Opium fürs Volk. Ja, ja, aber... Ja, aber auch wieder, das ist eine kommunistische Idee. Gott, genau, Gott, das die, alles die Verbindung zu Gott abzuschaffen, entfernen. Ist ja auch, genau. Hat Marx auch klar darüber gesprochen. Das ist eine kommunistische Idee, die viel mit der Entwurzelung von Menschen zu tun hat, klar. Ich meine, 100%. Wir haben angefangen, das Gespräch so ein bisschen mit der Idee, wie kann man sich immun gegenüber Manipulation machen? Und ich hatte das Thema Vertrauen genannt und das hat für mich 3 Säulen. Das eine ist das Selbstvertrauen, das zweite ist das Sozialvertrauen, das dritte ist das Urvertrauen. Und das Urvertrauen ist die Verbindung mit der Unendlichkeit oder die Verbindung mit dem Schöpfer. Und jeder darf und soll seine eigene Facettenreichtum in dieser Geschichte dazu halt haben, wer oder was dieser Schöpfer ist. Aber alles, was ist, hat eine Quelle. Und egal, wenn mir jetzt jemand sagt, er ist Atheist, der glaubt nicht an Gott. Okay, alles klar, du hast aber eine Quelle. Und das ist dann dein Gott. Jeder, du kannst nicht glauben, das ist das, was ich gerade sagen möchte. Die Frage ist nur, an was glaubst du? Und da finde ich es halt wichtig, mal zu evaluieren für sich selber, ob man an falsche oder an richtige Götter glaubt. Ich bin nicht derjenige, der jetzt für euch entscheidet, was ein falscher oder ein richtiger Gott ist. Das müsst ihr selber machen. Aber geht mal mit folgender Schablone dran, nämlich mit der Fragestellung, wurden wir von dieser Entität geschaffen oder haben wir diese Entität geschaffen? Wenn wir zum Beispiel über KI sprechen, haben wir diese Entität geschaffen oder wurden wir von dieser Entität geschaffen? Da wollte ich eben drauf hinaus. Ne? Wenn wir über wir haben nämlich jetzt Maschinen das, was erschaffen. Vor dem Big Bang da war, was auch immer es war, davon wurden das wir haben, erschaffen. Das haben die Maoisten gehasst, ja. Diese Big Bang Theory, ja. Weil sie Raum ließ dafür, dass etwas davor gewesen sein muss. Etwas anderes als die Partei, ja. Richtig, ja. Also finde ich hochinteressant. Ich weiß nämlich, du hast was zu Gnosis gepostet gehabt mal. Es ist auch noch oben. So eines deiner letzten Reels oder sowas. Ja. Oder Storysammlungen. Ist das... Ja, ich meine, was ich darunter verstehe... Weil ich finde es halt, gut. Ich befasse mich sehr gerne einfach mit Menschen und der Geschichte der Menschen und mit der Fragestellung, wie haben Menschen auch vor unserer Kultur sich in der Natur navigiert und so dieses Thema... Pyramiden, alte große Bauten, wo ja irgendwie sehr, sehr klar daraus wird, dass die Menschen in einer sehr, sehr intensiven Interaktion mit den Sternen
waren. Die haben versucht zu verstehen, wie die Sterne sich bewegen und so Gedanken von as above, so below. Die haben auch erkannt, dass in uns Prozesse passieren, die eigentlich ähnlich der Phänomene in den Sternen sind. Und da hat sich ja sozusagen diese kabbalistische, esoterische, gnostische Lehre von ich bin in der Lage, meinen Körper auf eine Art und Weise einzusetzen, dass daraus gewisse Energien halt kreiert werden, die mein Bewusstsein verändern, die mich irgendwie auch freischalten können. Ob jetzt Kundalini-Atemtechniken in Kombination mit der Verbindung mit den Sternen, Verzichtsübungen, Fasten, die dann zu erhöhteren... Belohnungsaufschub. Ja, die dann zu erhöhteren Frequenz- und Schwingungsphänomenen führen, sozusagen wie so zu Ganzkörperorgasmen des Lebens. So einfach das Leben an sich als Ganzkörperorgasmus. Und das ist ja eine sehr, sehr haptische, anfassbare Qualia sozusagen. Das ist eine Qualität, das ist eine subjektive Experience, wo Menschen, glaube ich, immer so nachgesucht haben, nach dieser, also wir nennen es halt das Mojo, so wo Leute halt danach gesucht haben, nach dieser diese Human Experience einfach richtig nice zu machen. Was können wir machen, damit sich das alles noch viel geiler anfühlt? Und das haben die dann halt irgendwann versucht zu kategorisieren, aufzuschreiben. Schamanismus à la Couleur hat sich überall auf der Welt entwickelt. Ja. Auch hier in Deutschland. Also ich, das war so ein Gedanke, den wir vor ein paar aber Jahren hatten. Gnosis ist ja schon so ein bisschen auch ein christliches Konzept mit Urchristentum. Findest du? Oder sowas. Ne? Ich finde, für mich, wie ich es verstehe, ist es sehr, sehr, einfach sehr, sehr urmenschlich. Also die Gnostiker, man sagt ja, dass das so ein bisschen so die Urkirche auch und so weiter, ne? Dann gib mir mal deine Perspektive. Also, wir haben da auch schon viel drüber geredet, aber ich versuch's jetzt mal. Ja, also es ist ein weites Feld. Ich bin auch nicht der Oberexperte bei uns intern. Das ist, glaube ich, Axel. Wer weiß, der weiß. Ansonsten kommt zu Patreon und findet's raus. Das ist im Prinzip die mit dem Demiurg. Sagt der dir was? Der Demiurg als die falsche Idee des Gottheit. Also Yahweh und im Prinzip, dass wir denken sollen, dass der Gott ist und er diese weltliche Welt erschaffen hat, in der wir leben und wo wir an unsere Grenzen stoßen und dass das es aber eigentlich nicht ist. Es gibt noch einen eigentlichen Gott und das ist die grobe Idee der Gnostik. Okay. Und dass er aber nicht der Satan ist, aber so, er ist eigentlich ein Dämon. Ja. Und dieses ganze Weltliche, das lenkt uns alles ab. Ja. Und das ist aber schon angeknüpft ans Christentum. Es gibt ja auch noch dieses... Weil ich jetzt so, ich kann jetzt nicht irgendwie historisch zitieren, aber so mein Verständnis davon ist halt, dass das eigentlich eine sehr, sehr urtümliche, menschliche Idee ist und dass das Christentum dann sozusagen die Huldigung an den Demiurgen ist. Das ist sozusagen, dass das der Kartentrick war, die abrahamischen Religionen als der große Kartentrick, wo auf einmal diese weltlichen Götter angebetet werden und wir dadurch halt auch in gewissem Maße entkoppelt wurden von diesem direkten Verbindung mit Gott. Also so diese Institutionalisierung des Glaubens. So es geht um eine intime Beziehung zwischen mir und dem Schöpfer. Da hat sich kein dritter Mittelsmann zwischen einzuschalten. Genauso wie wenn wir beide Handel betreiben, hat sich keine Zentralbank und keine Steuerbehörde einzuschalten. Wenn ich mit Gott in Verhandlung stehe, hat sich kein dritter Mittelsmann dazwischen zu schalten. Und so verstehe ich diese abrahamischen Twist, der da so reingekommen ist. Mit diesem gefallenen Gottesbild. So. Wobei ich sage immer, besser eine von denen noch, als die neue Klimatrans, was auch immer. Also, das ist ja dann so die neomarxistische Idee, die alten Religionen zu ersetzen mit diesen neuen falschen Propheten und Göttern. Ja, ich finde es eine sehr gefährliche Idee zu glauben, dass man keinen Gott hätte. Das ist tricky, weil es ist ein großes Set von Naivität. Und wenn man jetzt vielleicht zuhört und denkt sich, nee, ich habe keinen Gott, geh mehr auf die Suche, weil... Ja, ich glaube aber, das ist Angst. Ich glaube, es gibt Menschen, ich glaube, wenn sie ein ganz geringes Selbstvertrauen haben, dann gibt ihnen das eine Sicherheit zu sagen, es gibt ja keinen Gott. Weil sie dann nur das, was sie sehen, und das kann kontrolliert werden. Es gibt auch kein Leben nach dem Tod und so weiter. Es gibt keinen davor, keinen danach. Es ist auch egal, wie ich mich benehme. Es hat keine Auswirkungen auf meinen Spirit, auf meinen Geist oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich ein sehr ängstlicher Coping-Mechanismus. Und ich glaube auch, dass sie es tief drin nicht glauben. Nicht wirklich. Sie sagen sich das dauernd vor, weil das ihr Handeln rechtfertigt. Weil wenn es was Göttliches gäbe, was Spirituelles, noch was da drüber, etwas davor, etwas danach, dann
gibt es, ja, dann hat vielleicht auch dein Handeln noch andere Konsequenzen, wenn du gottlos handelst. Und das sieht man dir ja dann auch an, ne? Je gottloser du bist, desto gottloser siehst du auch aus wahrscheinlich. Also wenn du viele Sojaprodukte isst oder Kelloggs. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich glaube, das fühle ich auf jeden Fall. So dieses Thema auch wieder Zeit. Ich muss mal an Zeitpräferenz denken. Und dieser Begriff, der kommt aus der österreichischen Schule der Ökonomie. Habt ihr das mal thematisiert im Podcast? Ja, so ein bisschen ist so libertäres Ding, ne? Ja. Austrian. Ja. Weil die finde ich halt eine richtig geile Lösung auf diese ökonomischen Probleme, die es da gerade so gibt. Aber die haben halt diesen Begriff dieser Zeitpräferenz geprägt. Und das ist so. Was ist das? Zeitpräferenz bedeutet halt, du hast es Instant Gratification genannt. Instant Gratification wäre hohe Zeitpräferenz. Das bedeutet, ich präferiere jetzt das schöne Gefühl. Die Gratifikation haben. Drogen nehmen, was auch immer. Genau. Und niedrige Zeitpräferenz heißt, dass du sehr, sehr langfristig orientiert bist. So als Gedanke, was für eine Zeitpräferenz hatte die deutsche Kultur zum Zeitpunkt, als sie den Kölner Dom gebaut haben? Was für eine Zeitpräferenz hat diese deutsche Kultur, während sie dieses ekelhafte Kaufhaus am Bonner Bahnhof gebaut haben? Das sind andere Levels von Zeitpräferenz einfach, auch die Art und Weise, wie sich unsere Architektur halt dann auch zeigt. Ne? Und wenn du spirituell bist, dann gibt es ja die Ewigkeit. Dann sinkt die Zeitpräferenz, genau. Ne? Dann überlegst du nämlich genau, nicht nur, was ist jetzt gut für mich, sondern was ist jetzt gut für alle anderen. Und dann bin ich ja weg und wenn ich tot bin, ist alles aus. Sondern dann hast du einen anderen Blick. Genau. Auf das Zeitpräferenz sinkt, richtig, richtig krass. Ich war mal vor ein paar Monaten in einem Kloster. Ich habe mich da so zurückgezogen, weil ich an ein paar Projekten arbeiten wollte. Und das war einfach nochmal intensiv. Menschen haben diese Gebäude, auch dieses hier, das ist 15. Jahrhundert, dieses Gebäude. Ne? Wirklich. Leute haben diese Gebäude gebaut, um irgendwie das zu manifestieren, die Bewusstseinszustände, in denen sie sein wollen. Ja, auch ästhetisch. Ja, ja. Also es war nicht nur Form follows Function, sondern sie wollten, dass es schön aussieht. Es ist schön, weil es ist ja nicht für mich, weil ich bin nur ein Mensch. Ich baue das für etwas und ich huldige dem, für den ich das hier baue. Mhm. Ich arbeite hier für jemanden und ich mag diesen jemanden. Ich baue dem doch nicht irgendeinen Scheiß dahin. Ja. Ich baue dem was Gutes. Ich gebe dem meine beste Arbeit. Alleine, ich denke oft darüber nach, dass Menschen auch in Zeiten, wo es noch keine Elektrizität gab oder wo auch die Natur, a world with consequences, viel krassere Auswirkungen auf einen hatte, wenn man sich in der Natur falsch verhalten hat. Oder zum Beispiel ein Winter war viel heftiger vor 300 Jahren als heute. Man hat ihn viel mehr gespürt. Und es galt eigentlich so ein bisschen die Natur noch zu meistern und möglichst unbeschadet da durchzukommen. Aber gleichzeitig gab es so etwas wie die Romantik und die Menschen, obwohl es eigentlich alles anstrengend war, viel anstrengender, keiner hatte eine Waschmaschine, trotzdem hatten sie ein ästhetisches Empfinden. Ich dachte, das wäre was Neues, weil wir so Stadtkinder sind. Nein, sie haben sich einen Sonnenuntergang oder sowas angeguckt oder einen schönen Wald oder irgendwas oder einen schönen Berg und sie haben verstanden, dass das schön ist, obwohl es eigentlich anstrengend und gefährlich sein kann und nicht etwas, und sie haben es aber nicht nur als etwas gesehen, was man ablehnen oder umgehen muss oder vermeiden muss, sondern und auch nicht nur etwas, was es als zu meistern gilt, sondern etwas, was man sich ansehen, wandern. Die Menschen sind gewandert, obwohl es eigentlich unnötiger Verbrauch von Kalorien war. Goethe ist nach Italien gewandert. Kann, ne? Mit allen Sinnen erleben kann. Ja. Und zu sagen, und das gibt mir auch die Idee, dass ich sage, nee, das ist keine moderne Erfindung. Hm. Dieses ästhetische Empfinden, das ist göttlich, das ist in uns drin. Ja. Das unterscheidet uns von anderen Lebewesen, dass wir etwas angucken und sagen, boah, das ist ein schöner Baum. Und das ist nicht modern. Das gab es, wenn es das vor 500 Jahren gab, dann gab es das wahrscheinlich auch vor 5000 Jahren. Dass irgendwo wo mal einer in der Natur stand und sich gedacht hat, ey, das ist einfach schön. So, und wer hat das gemacht? Warum ist das schön? Das ist meine abschließende Frage. Wow, es ist deep geworden. Ich lasse die Frage klingen. Ich antworte da jetzt auf jeden Fall nicht. Zwei Stunden haben wir gemacht. Gerrit, wie beim letzten Mal, man diagnostizierte mir mal eine ausgeprägte ADHS, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber ausgeprägte Neugier. Ja, auf jeden Fall heißt es, ich kann nie jemanden ausreden lassen. Ich hoffe, du kamst zu Wort so ein bisschen. Wir haben die ganzen Themen, also wir sind einmal komplett durch den
durch das Spektrum an Themen, die mich interessieren, durch, aber wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Also, wo ihr Gerrit finden könnt, ich packe deinen Linktree in die Folgenbeschreibung und ich hoffe, dass sich ein paar Leute noch mit dir in Verbindung setzen. Ich glaube, nach dem letzten Mal haben es ein, zwei Leutchen gemacht tatsächlich. Und ja, findet Gerrit, findet ihn hier, guckt euch das an. Also, wenn das geht, ne? Ich denke, ihr bietet ja genug an. So, und dann aber ich. Das ist noch einfacher. Mich könnt ihr auf Apple Podcasts und Spotify finden. Jede Woche eine kostenlose Folge für alle da draußen. Und dann, wer noch mehr wissen will, wie gesagt, das ist das Themenspektrum hier gewesen. This is the show about everything. Wir überfordern die Normies, wir escapen der Matrix und zwar auf Patreon. Also, wer es unterstützen möchte, aber auch viel, viel, viel zurückkriegen möchte. Ich mache 3 exklusive Podcasts, Audio-Podcasts die Woche noch, nur auf Patreon und einmal die Woche einen Livestream, wo wir miteinander hängen. So, da gibt es eine Community, da gibt es Discord-Zugang. Das wäre so mein direktes Angebot. Delayed Gratification ist Gerrit, Instant Gratification bin ich. Das ist ein 10er im Monat, 2,50 die Woche. Ja, kommt zu Patreon. Ansonsten, ich shitposte auf Twitter, mache Majestätsbeleidigung dort. Und ansonsten gibt's mich auch auf Instagram. Da gibt's dann immer noch so ein bisschen was Visuelles. Ja, Gerrit, du noch letzte Worte? Schön, dass ich da sein durfte. Ja, ey, war mir ein Fest. Wir genießen jetzt die Sonne. Also, bis später.